Moin, Mann und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt. Heute mit fantastischen Gästen. Wir haben zum einen Basti Red hier, aber wir haben nicht nur Basti Red hier, sondern seine komplette Gang. Die lernt ihr heute im Verlauf der Sendung kennen. Außerdem geht es natürlich wieder um Fußball, um Handball und um Basketball. Basketball. Bis gleich. Gott. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Tervi Kiel gegen Skopje. Aber war Derby gerade. War Derby? War Derby, Flensburg gegen Kiel. Ja. Hm. Wow. Hat gewonnen? Kiel. Spannend. Kiel? Kiel hat gewonnen. Wir wissen es nicht. Zurück zum Fußball, das können wir besser, hoffentlich. Wir freuen uns sehr, Basti ist wieder da. Gute und Grüße, wie man in Frankfurt sagt. Letzte Saison warst du schon mal da, oder war es vorletzte Saison? Wie lange ist es her? Eine Ewigkeit. Du hast auf jeden Fall gesagt, es war das ein anderes Studio. Das heißt, das war unten auf jeden Fall. Ja, ja, wir wechseln jedes Jahr. Da haben wir noch das Warum denn nicht T-Shirt gehabt. Da haben Etienne uns noch nicht, vorstellen können, dass er einfach überhaupt in Europa. Das war die Saison, als ihr euch in die Champions League. Dachten wir aber, wir können auch in die Champions League kommen. Also stimmt. So ein, ja. Und jetzt, einige Jahre später, Titel gewonnen, Champions League, Euroleague Halbfinale. Es war jetzt ja war nicht die schlechteste Zeit. Muss man so sehen, ja. Oder? Ja. War nicht ganz. Du hast viele Podcasts. Einer deiner neuen Podcasts ist Fußball 2000. Da geht es um die Eintracht. Ausschließlich. Ja. Und du hast deine komplette Gang, deine Entourage dabei, sind, glaube ich, 7 bis 8 Leute. Und die werden gleich später zumindest teilweise auch noch mal in die Sendung kommen. Wir machen nachher so ein kleines Special noch zur Eintracht. Natürlich auch zum Spiel gegen Augsburg, aber auch die Eintracht im Allgemeinen. Dann würfeln wir hier so ein bisschen durch. Rechtlich, muss man dazu, das glaubt man gar nicht. Ja, hessischer Rundfunk, ich habe es erkannt. Die sind ja alles traurig. Ich habe es an der Kamera erkannt. In dem einen Bild, in eurem Kanal-Trailer, da sieht man, dass ihr so eine richtig fette Kamera habt. Und da wusste ich, alles klar. Da steckt richtig Kohle drin. Gebühren. Na, so viel Geld ist das nicht. Ja. Ist noch ein bisschen Low Budget. Wir arbeiten dran, dass das mehr wird. Ja. Aber kommt ganz gut an. Ja, dann kannst du heute mal arbeiten. Ja, genau. Aber bevor wir nachher. Sehr warm hier bei euch, muss ich sagen. Ja, danke schön. Bevor es aber nachher dann wirklich um die Eintracht geht und um dich vor allen Dingen auch, du hast verrückte Aktionen gemacht, erzähl mir später, ja, hier Tour de France und so. Ach so. Das klären wir nachher mal auf. Dann ein bisschen noch mit dir. Wollen wir ein bisschen auch über den Spieltag ganz normal reden? Du hast ja auch alles gesehen. Denn du bist nicht nur Eintracht-Fan, sondern auch Fußball-Fan und deswegen kannst du natürlich. Handball und Basketball. Handball und Basketball, genau, Fan. Und wir fangen natürlich an mit dem Spitzenspiel. Alles andere wäre ja auch Quatsch, ne? HSV gegen St. Pauli. Oh mein Gott. Ach nein, Entschuldigung. Wir fangen an mit dem Spitzenspiel. Leipzig gegen die Bayern. 1:1. Leipzig bleibt Tabellenführer. Tja. Läuft unter Nagelsmann. Läuft. Wisst ihr, was ich ganz interessant fand an dem ganzen? Habt ihr euch das ganze, das Spiel, wenn ihr das live gesehen habt, diese, also vor allem, es geht mir um das, die Stimmen danach. Wenn dann Patrick, was ist hier, ich glaube bei Sky oder so, habe ich das irgendwo gesehen, gefühlt 15 Mal die Frage gestellt hat, oh, der Trainer hat aber erst in der Halbzeit umgestellt und nicht nach 5 Minuten. Ja. Diese große Diskussion darüber, wann Nagelsmann umstellt gegen Bayern München, um das Spiel zu retten. Und am Ende steht aber eigentlich einfach nur eine Systemumkehr in der Halbzeit, die taktisch wohl so hervorragend war, dass sich das komplette Spiel gedreht hat. Sie aber versucht haben zu erklären, dass es doch viel zu spät war. Hat Tobi nicht einen 10-Seiten-Artikel darüber geschrieben, dass Kovac zu spät wechselt? Nicht 10 Seiten, aber das war das Thema nach dem Spiel. So, dass erstens Nagelsmann. Dann habe ich wohl übertrieben. Kann passiert sein. Weiß es bei dir nie so genau. Nein, das ist Quatsch. Das kann, also es gab ja einerseits das Thema, dass Bayern München nicht gewechselt hat. Und dann gab es andererseits das Thema, dass RB Leipzig in der ersten Halbzeit überhaupt nichts gemacht hat, was nicht sehr Nagelsmann-typisch ist. Wozu Nagelsmann dann gesagt hat, ja, bisschen problematisch, wir hatten keinen Spieler, den wir auf die 6 stellen konnten. Also sie haben mit Dreierkette angefangen und Nagelsmann konnte bei Hoffenheim immer Kevin Vogt auf die 6 schieben. Und da hat er dann ein bisschen geweint und gesagt, das kann ich bei Leipzig nicht, dafür fehlt uns das Geld. Oh. Und dann musste er quasi bis zur Halbzeit warten, bis er die Diego Demme dann einwechseln konnten für Klostermann. Dann haben sie es so ein bisschen rumgewechselt. Das war natürlich dann das große Thema nach dem Spiel. Richtig. Wie konnten die Bayern sich das aus der Hand nehmen lassen nach dieser ersten Halbzeit? Ja, aber ich fand das insofern schon, und das muss jetzt dann unser Taktikexperte erklären, ich fand das schon faszinierend, so, weil das ist so. Eigentlich, wenn du die ersten Minuten gesehen hast, habe ich gedacht, okay, Bayern München nimmt die jetzt auseinander. So, und dann auf einmal ändert sich dieses Spiel. Das ist halt bei diesem Sky-Ding fand ich die Wahrnehmung, wie du es gesagt hast, so schön. Weil du hast Nagelsmann hast du gefragt, wieso wechseln sich die nicht schon nach 5 Minuten? Ja. Bei Kovac hast du dann gefragt, wieso wechseln sie nicht? Und der hat dann gesagt, ja, du kannst ja außerhalb der Halbzeit gar nicht eingreifen und innerhalb des Spiels macht das wenig Sinn, weil du die Spieler nicht erreichst und sowas.
Und dahinter fragt das halt keiner. Mhm. Weil von Nagelsmann erwartet das jeder und bei Kovac erwartet man das nicht unbedingt. Dann wird er da auch damit nicht so behelligt wie ein Nagelsmann. Es wirkte zwischendurch schon so, als ob man Nagelsmann damit hier runterreden wollte. So. Mhm. Großen Fehler gemacht, er hat nicht sofort reagiert. Und der Kollege immer, ja, aber ist doch viel zu spät, oder? Ist doch viel zu spät. Ja, hat einen Punkt geholt gegen die Bayern, das Tabellenführer. Tja. Es passt, glaube ich, zu gut. Das passt mir nicht, dass das gut passt. Aber das ist wie so ein verrückter Wissenschaftler, der jetzt echt ein gutes Institut kommt. Die machen keine guten Sachen dort, aber es wird, glaube ich, sehr erfolgreich werden. Ja. Ich bin Mathematiker, der in der Finanzindustrie arbeitet. Ja. Das ist eine gute Kombination. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ein Mathematiker in der Finanzindustrie? Hundertprozentig. Ja. Das sind die, die. Hundertprozentig. Ja, das sind doch die, die diese großen Gebäuden nicht unten in den Etagen, ja, sondern die oben, so keiner hinkommt. Das sind die. Da. Okay. Und die rechnen den ganzen Tag. Alles klar. Du hast auch ein bisschen gerechnet, Tobi, denn du hast hier die ganzen Parameter in eine Taktikanalyse verpackt und herausgekommen ist eine wunderschöne, genau. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ja, was taktisch passiert ist während diesem Spiel. Ich habe es nochmal auf der Taktiktafel dargestellt. RB Leipzig, dargestellt in weiß, hat hinten begonnen mit einer Fünferkette, also fünf Mann hinten, dann drei davor, zwei ganz vorne. Du hast teilweise einen Sabitzer gehabt, der dann nochmal vorne in die Linie schiebt, aber das ist jetzt für diese Sache gar nicht so relevant. Es geht hauptsächlich darum, dass sie mit dieser Variante angefangen haben. Und die Bayern haben das ganz gut gemacht, die haben die Räume gefunden gegen dieses System. Kimmich und Thiago haben sich immer wieder so ein bisschen zur Seite fallen lassen, neben Werner und Paulsen. Und vorne haben die drei Stürmer, die drei Innenverteidiger gebunden und dann war es der Müller. Sieht man jetzt hier schön, wie er durch die Räume driftet und das typische Müller-Spiel gemacht hat. Was Leipzig gemacht hat in dieser ersten Halbzeit, ist, dass sie zu passiv agiert haben, haben sich sehr weit hinten reingestellt für ihre Verhältnisse, wenig Druck gemacht und Bayern haben das dann komplett auseinandergespielt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die beste Halbzeit unter Kovac war, die sie gespielt haben. Hat er selber auch gesagt. Haben sie selber auch gesagt und muss man auch. Die müssen eigentlich auch 3-0 führen, oder? Also, wir hätten 3-0 führen müssen, locker, wenn sie es besser ausspielen. Und Leipzig hatte bis zum Elfmeterpfiff eigentlich keine Chance und der Elfmeterpfiff war ja auch eher lauwarm. Es, war ein verdienter Elfmeter, war auch richtig. Thiago Fehlpass. Und dann hat aber Paulsen schon diesen Elfmeter haben wollen. Also hat sich dann schon richtig schön reingedreht, clever gemacht. Und dann dieser Gegentreffer gepaart mit der taktischen Umstellung zur Halbzeit hat das Spiel gedreht. Taktische Umstellung war relativ simpel. Man hatte dann eine Viererkette hinten drin gemacht. Es war der Rechtsverteidiger Klostermann, der rausgehen musste. Dafür ist Mukiele dann auf die Rechtsverteidigerposition gegangen. Und ein Dämmer hat sich im Mittelfeld gespielt. Was Leipzig dann gemacht hat, ist, dass sie erst weiter hochgeschoben haben, Druck erzeugt haben. Aber dann haben sie vor allen Dingen hier in dieser Zone so eine richtig schöne Überzahl aufgebaut. Paulsen, der ein bisschen mit der 9 ein bisschen weiter hinten gespielt hat, zusammen mit der Doppel-6 und den einrückenden Außenstürmern, haben sie sehr viel Druck ausgeübt auf Kimmich und Thiago, haben es verhindert, dass Kimmich und Thiago das Spiel machen können, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und dann war es ein typisches Spiel, wie man es von Leipzig erwartet. Viele Ballgewinne, sehr wildes Spiel. Bayern hatte auch Konterchancen, klar, aber es war vor allen Dingen die Leipziger, die dann nach vorne verteidigt haben. Und jetzt sind wir bei diesem Kritikpunkt bei Kovac. Wie hat er reagiert? Lange Zeit gar nicht. Also es gab dann keine große Systemumstellung. Es ging irgendwann Müller vom Feld, dafür kam Tolisso. Es ging Gnabry vom Feld, dafür kam Davis, der Mukiele gedeckt hat. Das waren dann so quasi die Moves, wo man dann fragen kann, sind das auch so typische Bayern-Moves? Es steht 1-1. Was hätte er denn machen sollen oder können? Ich hätte mir gewünscht, das wünsche ich mir ja immer von den Bayern und eigentlich, dass sie eben auch mal die Dreierkette als Variante mit reinnehmen. Dass sie sich dann halt wirklich in der Aufbaulinie eine bessere Überzahl erarbeiten. Du hättest theoretisch einen Kimmich auf rechts schieben können. Hätte ich auch angeboten, weil Boateng kam doch auch rein, oder? Hätte ich angeboten, erst weil sie Lücken hatten und sie haben ja dann auch in der Endphase gerade hatten sie viele Aktionen über die rechte Flanke und dann war es der Pavard, der geflankt hat und die Flanken gingen ins Nirgendwo. Und da dann Kimmich, der die Flanken schickt, ist dann nochmal ein Qualitätsunterschied. Dann hättest du hier in der ersten Linie eine Überzahl machen können und dann hättest du das Spiel stärker auf die Außen tragen können. Hättest du hier so gemacht und dann hättest du so gemacht, ein bisschen vielleicht. Das ist ein bisschen sehr chaotisch, muss man kurz das sortiert bekommen. So. Dann hast du hier im Zentrum, kannst du dann mit den Innenverteidigern zusammen die Vorrücken, die Überzahl des Gegners kontern, aber kannst vor allen Dingen auch über die Flügel dann angreifen. Das bietet sich ja an bei dem System. Aber das ist etwas, was Kovac nicht macht bei den Bayern. Hat er noch nicht mit der Dreierkette gespielt. Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, ein Coutinho kommt in der 88. Minute. Ich will jetzt hier keine Boulevard-Diskussion anfangen, aber bitte mach's. Du hast halt den Superstar von Barca geholt dir, der individuell so gut wie jedem Spieler der Bundesliga überlegen ist und den bringst du dann. Was ist die Begründung? Ist er nicht fit, oder? Die Begründung war, dass er in Brasilien war.
zum Länderspiel. Ja, aber mal ganz ehrlich, das habe ich mich, genau die gleiche Situation, als ich das gesehen habe, deswegen habe ich mich gefragt, warum zur Hölle macht man das? Also selbst dieses war nicht fit und so, das verstehe ich nicht. Das, ich, kann mir jemand von euch das erklären? Ich glaube, Coutinho ist ein Schönspieler, Individualist, der tolle Momente hat, aber vielleicht auch mal für den Ballverlust gut ist. Und das ist was, was Leipzig sehr entgegenkommt. Diese Ballverluste und dann die schnelle Gegenstöße, schnelle Kontersituationen. Vielleicht hat er ein bisschen. Ja, das mag stimmen. Auf der anderen Seite kannst du ja nicht sagen, gegen einen direkten Champions League-Konkurrenten oder Meisterschaftskonkurrenten lassen wir Coutinho auf der Bank. Also, du holst ja nicht für so viel Geld einen Spieler, dem du dann gegen Leipzig nicht zutraust, irgendwie ja, halt gewinnbringend so zu sein. Er hat also, nicht, nur noch weil nicht er so viel mit der Mannschaft trainiert. Nur weil er 10 Stunden mehr geflogen ist als die anderen, da heißt das auch nicht, dass er. Also, ich glaube, wenn der in der ersten Halbzeit mit auf dem Platz gewesen wäre, dann wäre es das 3-0. Vielleicht hat er ja auch selber gesagt, dass er sich nicht fit fühlt. Weiß man da genaueres? Also er sah richtig glücklich aus, als er 87. Minute eingegangen ist. Ich bin auch unzufrieden. Ich habe ihn ja bei Kickbase gekauft. Ja. Bin sehr unzufrieden, dass er nicht spielt. Aber ich finde auch, das Thema müssen wir an dieser Stelle aufmachen. Habe ich mich auch gefragt, warum er nicht spielt. Aber ich meine, da wird Müller gespielt. Müller hat eine Torvorlage gemacht. War jetzt auch nicht so schlecht. Von daher, man muss ja auch mal fragen, wen lässt man dafür raus? Und es gibt ja in dem Fall eigentlich nur die Option Müller. Jemand anderen kann es jetzt ja in dem Fall nicht rauslassen. Und ist jetzt ja auch keine Vollniete. Nein, sagen Sie, Thomas Müller hat ein gutes Spiel gemacht, aber wurde dann halt für Tolisso ausgewechselt. Und Tolisso hat die Zehnerposition zuerst eingenommen, also er ist später erst zurückgegangen. Wofür wurde Coutinho nochmal eingekauft? Ja, der wird schon noch spielen. Ich glaube, die haben eine lange Zeit gedacht, das ist ein Außenspieler. Holen wir das dann? Nee, dann holen wir den Coutinho und dann haben die gemerkt, oh Scheiße. Ja. Meinst du die Videos? Das war in Liverpool ein bisschen andere. Ja. Der Salihamidzic das falsche YouTube-Video geguckt. Wahrscheinlich. Aber, ja. Nee, der wird seine Zeit noch kriegen, pass mal auf. Ja, aber es hat mich dann halt gewundert, wie die Bayern das aus der Hand gegeben haben. Und trotzdem, wenn Süle das letzte, also sagen wir, wenn ich spreche ihn immer aus, wenn Gulasch Ski vor das Ding in der 92. Minute nicht dann noch grandios noch einmal mit so einem Reflex bewegt. Einer der unterschätztesten Torhüter in der Bundesliga. Gulasch, ne? Ja. Also der ist mega stark, aber der hat halt einen blöden Namen. Also, er sieht halt aus wie ein Versicherungsvertreter. So, also, wenn er nicht Gulaschi heißen würde, sondern Zachary Steffen und wäre irgendwie so ein Bulle, dann würden alle sagen, es ist der beste Torwart der Bundesliga. Ich finde, der braucht mal ein paar Tätowierungen, aber auch im Gesicht, weil der hat ja immer lange Ärmel als Torwart meistens. Der soll sich ein bisschen das Gesicht und den Hals tätowieren, so wie der Typ von Man City hier. Und ich hätte noch einen Frisurtipp. Ich meine, wenn du hier nur so Geheimratsecken bist. Du hast einen Frisurtipp. Ja, genau deswegen. Weil guck mal, der hat hier Geheimratsecken bis hinten nach Meppen. Einfach weg damit. Ja, und dann so ein Bart wie du. Und dann ist er ein Badass einfach. Ja, genau. So. Und dann stellt der Gulaschi mit dem Gesicht dann spielt er ein Badass, ja. Was ist mit dir los? Wir haben Rollen getauscht. Aber dann ist er ein Mann für Real Madrid, glaube ich. Dann kann Leipzig den auch nicht mehr halten, muss ich ehrlich sagen. Ja, der ist echt gut. Der ist schon ein paar Seasons jetzt, also zweite, dritte Season, wo der sehr, sehr gut absolut. Aber eine wichtige Frage, die wir zu diesem Tag der Spieltag der Saison stellen müssen, ist Leipzig damit Meisterschaftsfavorit? Weil sie sind Tabellenführer. Ja. Du hast halt in der ersten Halbzeit, und wir dürfen Bayern nicht so schlecht reden, in der ersten Halbzeit hast du wieder sehr stark gemerkt, wie schon bei diesem 5-0 gegen Dortmund, genau. Wenn die Bayern wollen und wenn die Bayern taktisch okay eingestellt sind, dann hat da keiner eine Chance. Und im Winter kommt Sané noch, also. Da hat da keine Chance. Dann hast du Thiago und Kimmich, die das Spiel komplett dominieren. Du hast Gnabry und Coman, die sich auch in die Zweikämpfe geworfen haben. Es war ja nicht nur so, dass Bayern irgendwie fußballerisch überlegen war, sondern die haben jeden zweiten Ball gewonnen. Die haben mit Lewandowski vorne einen Stürmer drin, der alle Tore trifft. 7 Tore in 4 Spielen ist ja auch schon eine Ansage. Glaubst Man darf die Bayern nicht zu schlecht reden. Glaubst du, das ist gut für Bayern, dass das trotzdem funktioniert? Mit Brazzo und Kovac und diesem Fußball, den die spielen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, denen würde so ein Knall besser tun und da müsste einer mal richtig was machen. Weil ich glaube trotzdem, dass die, wenn die so taktisch eingestellt sind, trotzdem wieder im Viertelfinale ausscheiden. Das ist nämlich eine interessante Frage. Ich glaube, Didi Hamann hat es, glaube ich, gesagt, dass die Bayern den fehlten Weltklasse-Sechser, um in der Champions League überhaupt als Titelanwärter durchzugehen. Jetzt haben die Bayern ja Kimmich, die Nationalmannschaftslösung sozusagen, auf die 6 gezogen. Das ist ja im Prinzip ein Eingeständnis der Tatsache, dass ein Weltklasse-Sechser fehlt. Ja, aber er hat auch, also ich würde sagen, er ist ein Weltklasse-Rechtsverteidiger, aber ein Weltklasse-Sechser ist, der Nachweis ist er vielleicht noch ein bisschen schuldig. Offensichtlich ja der Beste bei Bayern. Also wenn du den Rechtsverteidiger, der da eine wichtige Rolle spielt, wenn du den auf die 6 ziehst, was sagt das über die vorhandenen 6er aus? Es war aber jetzt gegen, ich weiß nicht, ob er das immer machen wird, es war jetzt gegen Leipzig ein bisschen auch der Idee geschuldet, in diesem Mittelfeld eine hohe Sicherheit am Ball zu haben. Dass man dann gesagt hat, da verzichten wir auf den Flügeln. Wollten sie also Ballverluste vermeiden? Genau, Ballverluste vermeiden, da den Ball laufen lassen, auf den Flügeln,
die Außenverteidiger waren sehr tief. Ja. Da haben sie gedacht, okay, spielen wir mit Hernandez und Pavard, das funktioniert schon. Hat er ja auch in der ersten Halbzeit funktioniert. Und dann ist halt jetzt, die Königsdisziplin wäre ja zu sagen, wir spielen jetzt eine Halbzeit mit Kimmich in der Mitte und dann in der zweiten Halbzeit auf rechts, weil wir merken, es funktioniert jetzt doch nicht mehr, was wir in der ersten Halbzeit machen. Also dann Pavard aber auswechseln oder wie? Du weißt nicht, oder Pavard in die Mitte und Boateng raus. Wie du es mal haben möchtest. Aber das ist ja dann dieser Schritt, den ich Kovac vorwerfe. Ist natürlich nur so ein Mini-Ding, ist natürlich so ein wirklich Kritik auf hohem Niveau. Mhm. Aber da dann beides zu kombinieren, dann wäre man ja noch mal unfassbar unausrechenbar. Ja, man muss aber, wir reden immer noch davon, dass die auswärts in Leipzig gespielt haben, eine Halbzeit komplett dominiert haben, durch ein Elfmeter-Tor dann einen Punkt oder Punkte verloren haben, wenn man so will. Also, das ist manchmal bei den Bayern aber auch immer sehr schnell dabei, alles zu hinterfragen, wenn sie den Gegner nicht 5-0 aus dem Stadion schießen. Warten wir mal ab. Die haben auch noch die Möglichkeit, im Winter noch mal nachzulegen. Wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Sechser oder Sané oder so. Und, vielleicht spielt Sané auch die Sechs. Hm? Okay. Kommen wir mal weiter, weil es gibt ja auch noch Leute, die haben auch ein Interesse an anderen Mannschaften außer Leipzig und Bayern. Kommen wir zur Eintracht. Nee, das meine ich gar nicht. Also machen wir nachher. Aber wir hatten ja noch ein anderes Topspiel zum Beispiel. Ganz genau, und zwar Union Berlin, Werder Bremen. Ja. Okay, nee, ich wollte auch mal einen Witz. Nee, ja. Machen wir nicht. Können wir gerne machen. Da gibt es auf jeden Fall Klärungsbedarf, nicht unbedingt aufgrund der spielerischen Glanzleistung eines der Teams, sondern vielleicht wegen der Schiedsrichterentscheidung, die da doch für diverse Kontroversen gesorgt haben in diesem Spiel. Aber lass uns mal wirklich weitermachen mit dem tatsächlichen Spitzenspiel Dortmund gegen Leverkusen. 4-0. Klare Angelegenheit. Oder? Ja. War es das auch? Hinten oder Leverkusen schon auf jeden Fall. Leverkusen war gar nicht so schlecht. Also die waren und die sind nicht so schlecht reinkommen, wie es das Ergebnis am Ende dann. Aber ich fand es ganz geil, weil der Bosch hat auch noch geschossen, so ein bisschen. Also ich habe es nur gelesen in der Vorbericht. Es hat ja erst irgendwie Reus im Rahmen der Nationalmannschaft an Havertz geackert. Daraufhin hat Bosch wurde daraufhin mit dieser Frage konfrontiert auf der Pressekonferenz und dann hat er irgendwie nur gesagt, ja, dass Dortmund eine tolle Spieler hat, aber tolle Spieler machen noch keine gute Mannschaft. Und diese Mannschaft hat dann ziemlich diszipliniert und clever. Und diese Mannschaft hat 4-0 gewonnen. Weil 90 Minuten lang das Lustige daran ist, dass diese Aussage natürlich auch exakt auf Leverkusen gerade in der letzten Saison passen könnte, die auch viele tolle Individualspieler haben, aber unter ihrem Niveau vielleicht geblieben aber sind. Aber unter Bosch dann ja noch die Champions League erreicht haben. Und das stimmt, war dann nach den ersten Spielen unter Herrlich gar nicht mehr unbedingt zu erwarten. Von daher hat er eine komfortable Position heraus, aus der er sich diese Äußerung getraut hat. Aber wenn du dann mit 4-0 untergehst, ist es natürlich ein bisschen peinlich. Ja. Das ist unnötig, weil was soll das bringen? Also der Beef zwischen Leverkusen und Dortmund. Naja, das ist der Beef zwischen Boschs Ego und seinem Rauswurf bei Dortmund, glaube ich eher. Ja, aber wie du schon gesagt hast, wenn du dann 4-0 verlierst, ist das ein gegenteiliger Effekt. Ich finde, Leverkusen und Dortmund sind so zwei Mannschaften, die werden den neutralen Fußballfan irgendwann wahnsinnig machen, weil du irgendwie das Gefühl hattest, die könnten so geil spielen. Und dann haben die wieder merkwürdige Spiele drin. Also mich als neutralen Fußballfan nervt es, weil ich mir wünschen würde, dass Dortmund zum Beispiel wirklich mal ein ernster Konkurrent für Bayern wird. Sancho, Brandt, das ist ja schon echt geil. Aber dann gucke ich mir so ein Spiel an, wie die bei Union Berlin spielen, dann frage ich mich, was ist los mit euch? Also aber so musste ich meine Mutter gefühlt haben, als ich Abitur gemacht habe. So du hast Abitur gemacht? Ja, tatsächlich, siehst du. Guck mal. Aber wie, inwiefern unterscheidet sich das von letzter Saison? Also du sagst, man guckt sich das Spiel gegen Union Berlin an, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann wird man feststellen, dass in der letzten Saison Dortmund immer Schwierigkeiten hatte gegen die vermeintlich kleineren, die sich hinten reinstellen, die Dortmund das Spiel überlassen. Und gegen die Großen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es waren 27 von 30 Punkten, die Dortmund gegen die Großen geholt hat, so ungefähr. Also daran ist die Meisterschaft nicht verloren gegangen, sondern es waren genau diese Spiele. Das war in also Augsburg letztes Jahr. Insofern wiederholt sich diese Geschichte vielleicht eher, oder? Ja, also es war nach dem Spiel gegen Union die Frage, zeigen sie eine Reaktion? Kann man es einerseits mit Ja beantworten, weil sie wirklich kompakt verteidigt haben. Sie sind teilweise extrem gut in die Zweikämpfe gekommen, sind dann immer wieder rausgeschoben mit ihren Außenstürmern, haben sehr gute Konter gespielt und damit am Ende das Ergebnis auf 4-0 hochgeschraubt, wie du gesagt hast. Daran ist die Meisterschaft letztes Jahr nicht gescheitert. Die haben die Meisterschaft nicht verloren gegen Leverkusen. Die haben sie auch letztes Jahr aus dem Stadion gefiedelt. Die haben die Meisterschaft verloren gegen Augsburg, gegen Nürnberg, gegen Düsseldorf. So. Und da mal eine Frage. Bosch hatte in Dortmund schon so ein bisschen das Problem, dass er so konsequent an seinem Plan A festhielt, als es dann auch nicht mehr lief. Ersichtlich wurde, okay, der hat keine Alternativen, der kann nicht so darauf reagieren, dass die Mannschaft so nicht mehr funktioniert. Und wenn du jetzt in Dortmund spielst, ist es ein Zeichen von Stärke, wenn du dann trotzdem versuchst, konsequent deinen Fußball zu spielen? Oder ist es auch ein Zeichen mangelnder Flexibilität, wenn du nämlich
erkennst, und das wird er ja wissen, wenn wir das hier wissen, wird er es auch wissen, dass Dortmund Probleme hat mit Gegnern, die Dortmund das Spiel machen lassen und sich eher freut, wenn sie Raum kriegen, auch mal zu kontern mit den schnellen Leuten da vorne. Warum gibt man Dortmund diese komfortable Situation, ihre Stärken ausspielen zu können? Das ist die Frage, ob das Leverkusen wirklich kann. Ich meine, guck dir mal den Kader an, da ist nichts mit hinten reinstellen. Also der ganze Kader ist ja im Vorwärtstrieb. Du musst natürlich auch einfach die Möglichkeiten haben, auch, also auch es ist immer so leicht gesagt, ja, warum spielen die nicht defensiver? Defensiver Fußball will ja genauso gelernt sein und bestückt sein, auch von den Mannschaftsteilen wie offensiver Fußball. Und manche Teams können das vielleicht gar nicht so gut. Ja, vielleicht, aber das ist ja genau das Ding, das kann man ja trainieren. Und wenn du sagst, okay, ich überlasse Dortmund mal ein bisschen den Ball, mal gucken, was die damit machen. Und die haben ja auch schnelle Leute mit einem Bailey, Bellarabi. Volland ist jetzt nicht der Allerschnellste, aber der kann auch gut. Sie haben es ein bisschen versucht, mit Balleroberung zu forcieren, also aus dem hohen Pressing heraus. Ja. Aber das ist, wie du gesagt hast, der Peter Bosz ist halt der sehr eindimensional. Ja. Was ich einerseits begrüße, weil es war auch ein schön anzusehendes Spiel dadurch, dass Leverkusen auch versucht hat, nach vorne aktiv zu spielen und zu pressen und viele Spieler vom Ball gebracht hat. Bringt dann natürlich in der Naivität, macht das dann auch so ein Spiel, was du eigentlich 2-0 verlierst, verlieren sie dann 4-0, weil sie am Ende doch noch zwei weitere Konter-Gegentore kassieren. Dass du als Leverkusen nicht unbedingt in Dortmund gewinnen musst, ist okay, aber 4-0 ist dann wieder eine Stilfrage. Ja, ich finde so, man kann festhalten, dass Dortmund ist immer in seinen Emotionen sehr schnelllebig. Also von einem zu Tode betrübt, wie jetzt die Niederlage in Union, wo alle dann gedacht haben, okay, geht genauso weiter wie letztes Jahr, jetzt hauen sie Leverkusen 4-0 weg und sind wieder Meisterschaftskandidat Nummer 1. Es geht irgendwie mal sehr schnell bei Dortmund. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die einzuordnen habe, muss ich ehrlich sagen. Das muss man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen verschieben, diese Einordnung. Da kommt es dann wirklich drauf an. Sie treffen jetzt auf die Eintracht am kommenden Wochenende, die Woche darauf Bremen. Und dann geht es, glaube ich, in Freiburg dran. Und das sind so drei Spiele, wo man dann so vielleicht ein bisschen besser erkennen kann, in welche Richtung es geht. Weil das sind die Spiele, wo Dortmund es traditionell eher schwer hatte. Auch nach einer Champions-League-Woche rauskommt. Die müssen sie jetzt gewinnen. Das ist das, was sie leisten müssen, wenn sie an den Bayern vorbeiziehen wollen. Gut, auf jeden Fall ist es für den Moment tabellarisch sehr spannend, denn Bayern, Leipzig und Dortmund herausheben können wir noch Marco Reus, Doppelpack gemacht, der ja international, also in der Nationalmannschaft kritisiert wurde, also nicht gut gespielt hat. Ja. Und hat er auch nicht. Ja, genau. Aber jetzt kann man auch mal dann positiv erwähnen, Doppelpack gemacht gegen Leverkusen. Aber in seiner Komfortzone Dortmund weiß er meistens zu überzeugen. Ja. Erstaunlich. Vielleicht liegt es am Trainer. Das ist ja mit Tempo, wenn du das ist ein Spiel für Reus gewesen, mit Tempo in den Strafraum reinziehen, dann kriege ich die perfekten Bälle reingelegt. Ich würde vielleicht sogar Alcázar noch ein bisschen mehr rausheben, weil der hatte ein, zwei Aktionen, die waren so wahnwitzig. Also einmal hat er einen Ball mit der Seite so weitergeleitet, halb mit der Hacke und das ist auch kein Tor raus geworden, das war echt gemein. Und dann beim 1-0 war es, glaube ich, wo er den Ball durchlässt. Ja. Das ist eine unfassbare Bewegung, weil er hat den Schuss schon angedeutet und er zieht im letzten Moment runter den Ball weg. Also da kannst du als Verteidiger nicht mehr rechnen. Dadurch macht Reus dann das Tor. Er hat einfach nicht getroffen. Nee, jetzt dafür das gefeiert. War absolute Absicht. Ja? Nee, war es natürlich auch. Also wenn er den Ball nicht getroffen hat, dann war es ein. Da würde ich von ihm gerne lernen, wie man so geschmeidig sich abfedert. Gut, du kommst gleich zu deinem Recht, zu deinem Bremer Recht. Da werden wir natürlich auch noch mal drüber sprechen. Lass mich mal kurz überlegen, womit wir jetzt weitermachen. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Nutze ich gar nicht mehr, jetzt was Neues anzufangen. Aber die ist wirklich sehr, sehr kurz. Denn nach nur einem Spot geht's hier weiter. Und dann sprechen wir über Nikos Bremer. Und die haben gewonnen. Und wie das passieren konnte, erzählt er uns gleich selbst. Nach einem Spot. Wie konnte das passieren? Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Da sind wir wieder und jetzt geht's direkt weiter wie angekündigt. Union Berlin gegen Werder Bremen. 1-2. Gratulation zu einem Auswärtssieg. Aber das war turbulent. Es war nervenaufreibend. Wirklich. Weil ich verstehe
immer nicht so ganz, warum solche Spiele, egal Bremen, egal ob es jetzt gegen Bayern München geht oder gegen Union Berlin, so oft immer so nervenaufreibend sein müssen. In dem Spiel lag es aber, glaube ich, schon mehr am Schiedsrichter, damit an Begleitumständen, die das ganze Spiel so ein bisschen auch erregt haben, was man ja dann auch am Ende, also es gipfelt am Ende in einer absurden, für mich gelb-roten Karte für Nuri Sahin, der eine gelbe Karte kriegt, weil er einen Freistoß einen Tick zu früh ausführt. Deshalb abgepfiffen wird. Ne? Ja, komm. Also wollen wir jetzt wirklich, ich war ja irgendwie nur 2-3 Jahre Schiedsrichter und ich habe das auch mal gemacht. Ja. Und du bist durchs Klofenster. Nee, fühlte sich nicht korrekt an. Aber ich wurde damals beobachtet und ich wusste, da stand an der Seitenlinie die Beobachter und das habe ich so gelernt, habe ich das gemacht, weil ich es gelernt habe. Aber im Nachhinein denke ich mir, voll dumm. Das macht doch keiner, sowas. Aber da ist es auch passiert, ja. Und ja, und du kannst vieles regelkonform argumentieren, sehe ich auch vollkommen. Und ja, wahrscheinlich ist es ja, wenn du nüchtern betrachtest, ja, aber es macht diese ganze Absurdität dieses Spiels einfach, finde ich. Wenn der erste Elfmeter, der kein, oder 35% Elfmeter war, oder vielleicht auch 45% Elfmeter, der 5 Minuten 50 lang diskutiert wurde, um ihn dann zu einem zu machen, du machst, ich finde schon, der war eher nicht so der Elfmeter. Dann aber ein glasklarer Handelfmeter, der nicht gegeben wird. Und eine Bremer Mannschaft, die ja ohne 10 Spieler und damit mit einer Verteidigung, die so noch nie zusammengespielt hat und auch so nie wieder zusammenspielen wird wahrscheinlich, es sei denn, das Lazarett wird so bleiben, rumpelt sich da im Prinzip so ein kleines bisschen an den Sieg, den man, glaube ich, in meinen Augen auch hätte einfacher haben können. 2 Wiederbeweise in 15 Minuten helfen auch nicht gerade, das Vertrauen in die Schiedsrichterentscheidung zu erhöhen. Auf dem Platz. Das hast du deutlich gespürt. Da wurde das danach. Beim ersten Elfmeter ein bisschen merkwürdig, der dann doch nicht. Dann hat er den noch kurz vor der Ausführung noch abgebrochen. Genau, der stand ja schon da. Das war sehr, sehr merkwürdig. Also da denkst du ja eigentlich als Fan, okay, die Nummer ist jetzt durch. Also wenn er den so lange da irgendwie. Aber vor allem, wenn du mal ganz ernsthaft, jeder von uns stand mal am Elfmeterpunkt, wenn du Schütze bist und dann auf einmal sagst, jetzt komm doch hier, stopp, mein Freund. Doch nicht. Nummer 2 Minuten 30, jetzt nochmal hier, guck nochmal ein bisschen rum und so. Dementsprechend beschissen war er auch geschossen. Da hat der DFB-Chef Drehs vom den Videorichtern auch nachher gesagt, dass es kein Elfmeter war, der erste. Und das Wels eigentlich rausgeschickt wurde, um halt den Elfmeter zu annullieren. Aber Wels hat dann irgendwo noch einen Foul gesehen. Ja, und das habe ich nämlich nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Er hat mich an Mainz erinnert damals. Wer war es? Der Blasis? Ja. Und Mainz gegen Köln war das, glaube ich. Da ist er auch rausgegangen. Und der Schiedsrichter, und du denkst, okay, jetzt sieht er das ja auf jeden Fall. Ja. Du kriegst ja dann auch immer, wenn du im Stadion bist, WhatsApp-Nachrichten, mach dir keine Gedanken. Das war Schwalbe, wenn er jetzt da hingeht, schaut er sich das an. Was denkst du denn als Fan, wenn er dann plötzlich trotzdem auf den Elfmeterpunkt zeigt? Ja. Tja, ich hab's das auch nicht verstanden. Arg mehr. Aber wir sind uns alle eigentlich, das war kein Elfmeter, ne? Das war kein, das hat der DFB offen zugegeben. Ja, wenn der DFB offen zugibt, dass es kein Elfmeter war, da dann fällt war man es aber auch seinem Schiedsrichter massiv in den Rücken, ne? Ja, muss man ja aber auch dann offen manchmal kommunizieren. Ja, aber genauso andersrum, Osako, Kofferverlängerung in den Strafraum, die Hand ist hier, der kommt dagegen, der Stürmer ist 2 Meter in der Luftlinie, wo der Ball, kein Elfmeter. Es geht nicht darum, ob das jetzt, das ist das, was dieses ganze Spiel so absurd so ein kleines bisschen gemacht hat. Und dass bei Bremen sportlich die Nerven blank liegen, das merkst du halt einfach dem Gesamtkonstrukt an. Wenn du den Spielplan angeguckt hast, du willst anders in diese Saison gehen, du hast 10 Verletzte, dann kriegst du damit übrigens dein Kapitän das auch noch verletzt, dann überlegst du, wer spielt denn jetzt mal Innenverteidigung? Ich habe original mit einem meiner Werder-Freunden so wilde Spekulationen darüber durchgeführt, wen wir denn auf die Innenverteidigerposition gestellt würden. Und am absurdeste, irgendwann saß auch Maxi Eggestein in der Innenverteidigung, dann war er auch noch verletzt. Und so, also insofern kann ich aus Bremer Sicht, also guck mal, ich meine, gelbe Karte für Kofeld, der ja auch schon auch ein Highsporn ist, so ist aber ein Indiz dafür, wie dramatisch dieses Spiel auch in den Köpfen war. Da kannst du ja alleine sagen, einfach mal vorlesen. Bank war Sargent, Pizarro, Goller, genau. Capino, genau. Straudi. Wer ist Groi? Und das sind dann 6 Leute auf der Bank von 9, darf man ja mittlerweile. Und davon kommen 3 von den Amateuren. Genau. Der hat sich angehört wie ein neuer Anbieter von E-Scootern, muss ich sagen. ist aber wirklich so. Und das bleibt für mich dann am Ende, okay, 3 Punkte, die du in meiner Sicht aus Bremer Saisonplanung, egal wo ihr sie seht, aber die musst du einfach haben. Die hast du auch jetzt irgendwie. Und vor allen Dingen erzitterst du sie, weil eigentlich ganz am Ende, es gibt auch noch so eine Szene mit Pavlenka und diesem, ich glaube, Berse Büttner oder dem Stürmer da vorne, wo wenn du den klarsten Elfmeter gibst, dann würde ich bei der Szene auch noch mal zumindest den Kollegen da in Köln anrufen und noch mal nachfragen. Das war Bülter, war es dann, glaube ich. Bülter, ja, genau. Also glücklich. Danke. 3 Punkte für die Union. Und ich mag die da wirklich sehr gerne. Also ich wünsche denen alles Gute, aber die 3 Punkte musste ich haben. Klar. Wen spielt Bremen jetzt? Oh, weiß ich gerade gar nicht.
Das finden wir für dich raus. Leipzig zu Hause gegen Leipzig. Ja, und dann in das unterstreicht nochmal das, was du gesagt hast, wie wichtig das war. Wenn du, ansonsten hättest du dich, glaube ich, nächste Woche nicht mehr entspannen können. Ja, Leipzig zu Hause in Dortmund, also jetzt knallt es halt so wirklich. Jetzt musst du auch ein bisschen. Am Ende sind das die Spiele, die Bremen im Zweifel auch wirklich nicht schlechter tun als, keine Ahnung, auswärts in Augsburg oder zu Hause gegen Augsburg oder sowas. Aber gerade deswegen musste das sein. Ja, und für Union war das natürlich ein bisschen bitter, ne? Weil gegen so eine dezimierte Bremer Mannschaft zu Hause kann man auch mal gewinnen. Ja, ne? Ich würd sagen, auch knappes 51-49 verdienter Sieg und so. Aber, aber Union Berlin ist dann am Ende auch nicht mehr ganz so, ich meine, das haben wir ja dann im Dortmund-Spiel schon gesehen, so, das ist, die können schon irgendwie mitmachen, wenn sie wollen. Und du guckst mich so an, als ob du. Ich habe gerade gesehen, wie viele WhatsApp-Nachrichten du kriegst. Ja. ich arbeite mal kurz weiter hier, ne? Ja, jedenfalls sieht das doch gar nicht so schlecht aus für Bremen. 6 Punkte aus 4 Spielen. Ein Tor. Wette, Junge. Was? Ein Torunterschied gerade. Ja, das stimmt. Ist ja okay, wenn der Kohle los ist. Jetzt nochmal mit einsteigen, auf jeden Fall. Jetzt spiele ich euch übrigens auch ein. Wir haben eine Wette laufen. Bremen gegen Frankfurt. Bist du sicher, dass du, das sind 10 Leute? Bist du sicher, dass du die machen nicht pleite? Die können ja einfach müssen ja alle nur 20 Euro müssen. Bremen am Ende der Saison vor der Eintracht steht. Das ist so eine dumme Wette von dir. Was muss ich, wo kann ich einsteigen? Siehst du? Ja. Ich würde da auch noch vielleicht, kann ich mich damit noch anschließen? Ja, klar. Ja? Ich mit. Ja, gut. Möchtest du noch was sagen zu Bremen gegen Union? 3 Punkte, danke. Wiedersehen. Pizarro ist der beste Fußballer der Welt. Der Welt, ja. 3 Punkte, Wiedersehen, galt auch für Freiburg. Die haben unerwartet 13-0 in Hoffenheim gewonnen. Das war fast noch zu niedrig, muss ich sagen. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich mir dieses Spiel mal anschaue, aber irgendwie lief es zufällig. Und Freiburg hätte es schon zur Halbzeit 4-0 müssen, eigentlich. Also da gab es einige Szenen, wo du denkst, was ist denn da los? Und vor allem, sie sind auch in der Tabelle ganz weit oben. Ich hätte bitte, dass du vorliest, was ich als Tagesordnungspunkt geschrieben habe. Warte. Tagesordnungspunkt 4. Schiedsrichter-Drama bei Werder gegen Union. 4. Das haben wir gemacht. Die Bundesliga vergessen in Teil 1, Freiburgs Höhenflug. Ja, der Freiburgs Höhenflug ist natürlich auch eng gekoppelt an Hoffenheims Niederflug. Aber 9 Punkte. Jetzt schon auf jeden Fall. Könnte auch Absturz sagen, aber hey, warum alte Worte nehmen, wenn man neue bauen kann? Hoffenheim haben wir, oder einige hochkompetente Personen haben ja Hoffenheim auch vor der Saison eine schwierige bescheinigt. Weißt du noch? Wisst ihr noch? Ja. Hm? Ja, klar, wegen den Abgängen von Amiri und Demir bei. Aber man hat ja auch, also. Und des Trainers. Und des Trainers, ja. Aber sie haben, glaube ich, einen Rekordumsatz gemacht. Joey Linton auch nicht. Die haben sie nicht investiert haben. 100 Millionen auf der Bank müssten die eigentlich noch locker haben. Also aber haben dann nochmal. Bank, das ist das Problem. Ja, haben nochmal Patrick Schick geholt. Aber. Das war Leipzig. Ja. Shit. Ja, siehst du mal, Hoffenheim-Leipzig, Alter, wo ist der Unterschied? Ja. Aber haben die, wen haben die denn geholt? Skow haben die noch geholt. Skow haben die geholt, ja. Diesen Skow. Ja, ey, die haben auf jeden Fall, ist ein bisschen komisch, die Transferpolitik gewesen. Also so viele Leistungsträger zu verlieren, so viel Geld einzunehmen und dann einfach keinen Ersatz zu holen. Offensichtlich sind da noch ein paar Schulden bei Hopp gewesen oder so. Mhm. Das kann man sich das kaum erklären. Aber die große Frage ist vor allem der Trainer. Weil Nagelsmann, das war ja schon so ein bisschen Nagelsmanns Verein. Und jetzt haben die da den jüngsten Trainer gegen den ältesten Trainer getauscht, so. Vielleicht ist da irgendwas verloren gegangen. Keine Ahnung. Ja. Steckt zu wenig. Ich hatte das Gefühl, dass diese Suche von Hoffenheim genau wie anfängt wie damals nach Rangnick. Da haben die auch eine Odyssee hinter sich gehabt. Wer war da? Bubble, Stanislavski, merkwürdige Manager mit Andreas Müller. Dann, genau, stimmt. Mhm. Ich glaube, das kann sein, dass das jetzt auch wieder anfängt, aber ganz ehrlich, mir soll es recht sein. Ja. Aber Grüße. Nagelsmannschaft, könnte man sagen. Aber zurück zum Höhenflug, Freiburg. 9 Punkte aus 4 Spielen konnte man so jetzt nicht unbedingt mitrechnen. Nee. Glück mit dem Spielplan auch gab, muss man. Ja, das stimmt. Aber auch 10 Tore schon geschossen, ist auch nicht schlecht. Aber genau das, was du sagst, ist ja der Punkt. Freiburg sammelt genau diese Punkte, die du brauchst. Hm. Die wissen ja jetzt schon, dass sie nicht jetzt gerade im Rennen um die Champions League dabei sind. Aber es ist doch gut, weil dann kannst du die Spiele, wenn du so einen Spielplan hast, wo du wirklich, was haben die zu Hause gegen Mainz gespielt? Die haben gegen Mainz gewonnen, dann gegen Paderborn. Genau, in Paderborn. Das sind ja jetzt Spiele, dann die kannst du auch als Werder Bremen gewinnen. Wenn Werder Bremen diesen Spielplan gehabt hätte, wäre diese Diskussion vielleicht. Als Werder Bremen, ja. Wäre diese Diskussion vielleicht gar nicht so angefangen. Also, ja, es ist trotzdem gut, weil du kannst dann halt auch gegen den FC Köln mal verlieren, ohne dass dir irgendwie das Dorf brennt. Also von daher. Was ich interessant finde, nicht, dass es ein wichtiges Thema für mich wäre, aber es ist auffällig, dass ein Verein in der Region, die haben fast nur deutsche Spieler. Hm. Petersen ist der Deutsch. Ja. Höhler, Haberer, Günther, Höfler, Franz Schmidt. Oder Schmied, Heinz, Koch, Lienhardt, dann Schwollo. Schmied ist kein Deutscher. Schmied ist Franzose, oder?
Ja, aber es ist trotzdem, also setzen auf junge deutsche Spieler und mannschaftliche Geschlossenheit. Kann man als Frankfurter ehrlich gesagt ein bisschen neidisch hinschauen. Weil die, wenn die einen brauchen, erinnert ihr euch noch, als die CC damals verkauft haben? Mhm. Ja, die doch, jetzt steigen die auf jeden Fall ab. Und dann holen die zack, zack, drei irgendwelche Spieler von was weiß ich woher. Vom HSV zum Beispiel. Nee, einfach aus der Jugend. Die ziehen die einfach hoch und das hat die Eintracht zum Beispiel gar nicht. Aber das macht Freiburg ja schon immer, dass die irgendwie, die haben immer so grundsolide Spiele. Wie hieß dein Lieblingsspieler immer hier von Freiburg? Schuster. Ja, Schuster. Schuster war doch auch immer dein, hast du auch geliebt. Mhm. Und ich würde gerne. Hast du auch geliebt. Ich würde gerne mal so Christian Streich und Tobi Escher 2 Stunden Gespräch. Über Fußball. Über Fußball. Das ich so richtig Bock da hätte ich auch Lust drauf. Aber der ernsthaft, also das wäre so, das würde ich mir. War auch wieder komplett on point am Wochenende, taktisch. Also du hast gemerkt, die waren zusammen, da war niemand auf Länderspiel, Klassenreise. Mhm. Waldschmidt. Was hältst du Waldschmidt von? Hat nicht gespielt. Haben sie stimmt. Gleich auf die Bank gesetzt. So oder du warst nicht da, du hast das hat ja nicht mitgemacht. Bleib mal auf der Bank. Und vielen Dank. Da haben es dann. Haben es dann komplett gespiegelt, was Hoffenheim gemacht hat und auseinandergenommen taktisch, dass Hoffenheim wirklich keine Bälle nach vorne gespielt hat. Dann stand es schon 2-0, als das Spiel gerade begonnen hat, gefühlt. Nach einer Halbzeit war das Ding dann gegessen, als das 3-0 kam, spätestens. Die sind momentan gut dabei. Ich mag den Kader. Ich mag auch die Art, wie sie spielen. Flexibilität. Haberer ist eigentlich auch ganz geil. Haberer ist geil. Mhm. Du hast mit Höfler, Franz hast du ein gutes Mittelfeld. Im Zweifelsfall macht Petersen noch eine Bude. Günther, auch ein Spieler, der unfassbar unterschätzt wird, hat jetzt Tor-Assist gemacht als Außenverteidiger. War der nicht mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, ich habe ihn sogar schon mal live gesehen hier in Hamburg bei dem legendären 2014er Spiel gegen Polen. Ich erinnere mich, Da haben sie gegen Polen hier in Hamburg gespielt und da waren original 2 Weltmeister im Dings. Ach so, stimmt, Weil irgendwie alle nicht da waren. Ja. Christoph Kramer und noch Hövedes, glaube ich. Du kannst halt sagen, ich habe im letzten Jahr die Nationalmannschaft gesehen, da war kein Weltmeister dabei. Und da war, glaube ich, Christian Günther auch dabei. Ja. Aber seitdem nicht mehr. Er ist ein sehr guter Linksverteidiger. Ist ja nicht so, dass wir da unendlich viele haben von. Ja gut, aber wenn Jogi. Da hat mich immer schon gefragt, warum der in Freiburg ist. Wahrscheinlich gefällt es ihm da. Ist ja auch eine schöne Stadt. Das wird sein. Europapark ist in der Nähe. Ja, auch dabei im Europapark ist es. Das viele wechseln zu. Viele wechseln nach Freiburg. Das ist mir auch bekannt in Beraterkreisen. Ja. Der Europapark ist, glaube ich, ein richtig guter Park. Ich habe neulich einen Aufkleber gesehen. Der ist super. Der ist super. Der war bester Park der Welt. Auszeichnung 3 Jahre in Folge oder so. Man glaubt es kaum. Weil ich als Kind kann ich nur weiterempfehlen. Das ist ein super Park. Universal Studios einpacken. Ja, absolut, definitiv. Preislich auf jeden Fall. Da treten doch auch immer. Der Wendler und so tritt doch da auch auf. Haben sie auch nicht mal die der Wendler? Achso, weil das so seine Zielgruppe ist. Haben sie nicht mal den Fernsehgarten oder sowas aufgezeichnet? Oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Tobias, du machst mir Angst. Kann auch, glaube ich, Quatsch. Nee, die sind im Mainzer Fernsehgarten, oder? Du machst mir Angst. Ja. Was? Ihr seid doch die Zielgruppe, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sind die Zielgruppe des Fernsehgartens? Ich würde sagen, ja. Du verstrickst dich hier in Theorie. Ich würde sagen. Ja, was glaubst du, wie allem, alt, du kommst wie aus alt dem, wir sind? Du kommst aus dem Expertenwissen über den Europapark zu. Wir oder zumindest er ist Zielgruppe Fernsehgarten. Deine Tobias Kompetenz ist wie eine Achterbahn. Du solltest auf den Schienen bleiben, sonst wird es schmerzhaft. So. Genau das. Aber ich freue mich, also bei Freiburg, um einen letzten Satz dazu zu geben, was ich eingangs meinte, wo du ja vollkommen richtig gesagt hast, der Spielplan ist recht dankbar. Sehr gute Punkte gerade, die rechnen bestimmt jetzt irgendwie von wegen, okay, wir haben 8 überm Strich oder wie viel wir brauchen, ja, oder genau, 8 Vorsprung auf Platz 17. Aber was passiert denn, wenn die genauso weitermachen? Und dann auf das einmal. Das kann sich einfach selbstständigen, ganz ehrlich. Ja. 25. Spieltag stehen die immer noch irgendwo. Erinnert euch an, als Lautern, jetzt nicht übertrieben im Sinne, aber erinnert euch, als Lautern erster Spieltag in München gewonnen hat. Mhm. Das, ja. Das kann sich einfach verselbstständigen. Nicht, dass die natürlich werden die nicht 5. oder so, aber die werden vielleicht 11. Einfach so ganz easy, weil die dann jetzt irgendwie sich, keine Ahnung, wie Punkte anfressen irgendwie. Ja. Wie letzte Saison, wo sie die ganze Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Muss man schon Respekt vorhaben, tatsächlich auch, weil die jetzt nicht unfassbar viel Geld investieren. Hat ja auch Hoffenheims Trainer gesagt, ne? Er trifft heute auf den größten Trainer Deutschlands im Moment. Oder ich denke, das ist Kohfeldt. Ja, das sag ich, aber ich bin ja nicht. Ich bin 1,92, glaube ich, und Streich ist 1,92. Da habe ich übrigens auch noch eine Wette laufen, aber das ist was anderes. Mit wie vielen Leuten, wer bist du? Dass du nur Wetten, ernährst du dich so? Deswegen hast du 3 Telefone wahrscheinlich, weil du nur über Wetten dich über Wasser. Alles Buchmacher. Ja. Das ist aber jetzt eine Frage, die interessiert mich. Welche? Wer ist der größte Bundesliga-Trainer? Warte, wir können ja raten, nicht gucken. Ja. Wir müssen vorher raten. Der größte. Der größte. Ich weiß gar nicht, ob ich das rausfinden kann. Nagelsmann. Merkwürdig. Auch doch. Ist der so groß? Nein. Ja, komm, wenden. Rose? Rose? Ja? Marco Rose hören wir aus dem Hintergrund. Nagelsmann? Okay. Mhm. Ich kann jetzt nicht alle 18 hier nachgucken. Nee, ich guck mal nebenbei Rose. Boah. Hier kann ich die Rede schon.
Ihr könnt ja mal einen Tipp geben und wir lösen später in der Sendung auf. Ja, Rosa. Ich sag Martin Schmidt. Ich wollte auch sagen, Martin Schmidt, sag ich auch. Aber Kohfeldt ist echt groß, auch körperlich. Kohfeldt ist groß, ja. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der tatsächlich in die. Okay, Verlosung. Rose ist in einer. Wir haben noch nie so viel Aufwand gebracht, um etwas in der Sendung rauszufinden, als den größten. Schwarz ist auch groß, von Mainz. Nee, Sander Schwarz ist nicht so groß, glaube ich. Was? Nicht? Den habe ich schon mal getroffen. Der hat eine Körperhaltung wie jemand, der sehr groß ist. Das haben sie alle. Also jetzt habe ich hier alle geöffnet. Ich will es jetzt. Hast du echt? Mhm. Okay. Und? Tag. Wie ich's wissen. Bei Florian Kohfeldt steht keine Größe dabei, aber auf transfermarkt.de. Ja. Ja, aber das ist wahrscheinlich mehr. Eins, nee, warte mal. Aha. Urs Fischer habe ich leider auch keine Größe, aber der ist klein. Kannst du das googeln? Kann man sagen. Das kann man sagen, dass der klein ist. Rose ist schon mal vorne dabei. Rose ist vorne dabei, aber wir haben einen klaren Gewinner, wenn Florian Kohfeldt bei der Google-Suche ist. Also jetzt immer eure Tipps, so Freunde. Ich will einen Tipp hören von Nagelsmann. Jedem. Und der Sieger. Ich habe Martin Schmidt gekriegt. Kriegt Ehre. Ah, der ist nur 1,81. Ich sag was. Ich habe Nagelsmann. Du hast Nagelsmann? Ja. Ich schon nachgeschaut. Sandro Schwarz. Hab ich doch, das kannst du nicht auch noch sagen. Du musst jetzt Favre nehmen. Ich nehme Ante Kovic. Nein, ich nehme auch Sandro Schwarz. Ja. Jetzt, es geht alles von der Zeit ab. Ne? Ja. Es ist Julian Nagelsmann. Ja. Mit 1,90 Meter. Ja, er hat, siehst du? Eine seiner vielen schon mal, die erste schon mal gesagt. Vorbehaltlich Florian Kohfeldt, dessen Größe finde ich nicht raus. Ich grad, die suche ich gerade noch. Ja. Such das mal. Die suche ich noch nebenbei. Ich bin raus so. Jetzt. Ich kümmere mich jetzt um die Größe. Entschuldigung, das war ich habe uns abgelenkt. Das ist halt eigentlich niemand. Das ist eigentlich euer Job. Ja. Lass uns bitte zurück zum Thema kommen: Fußball-Bundesliga und den Tagesordnungspunkt 5 ansteuern. Genau, erstmal, ich hoffe, alle Freiburg-Fans sind jetzt glücklich, dass wir über sie geredet haben. Uns auch mal wirklich in so einem Breisgau-Sud wendet haben und gesuhlt und jetzt ist aber auch gut für den Rest der Saison, oder? Kommt auch an. Kommt auch an, was sie noch machen. Liegt am FC Freiburg. SC Freiburg. Genau, kommen wir zu Mainz gegen Hertha und damit zu dem eben von dir angesprochenen Ante Kovic. Kovic oder Čović? Čović. Čović. Der eine schwere Zeit hat in Berlin. Ich habe ja gedacht, Mensch, jetzt da gibt's doch schon Stress. Paul Dardai weg, jetzt können die mal so richtig attraktiven, ungrauen Fußball spielen. Ja, nö. Das geschieht einfach nicht. Obwohl der Kader gar nicht so schlecht ist. Im interessanten Kader. Viel Geld. Viel Geld, was sie nicht jetzt schon ausgegeben haben unbedingt. Aber trotzdem reicht's irgendwie nicht. Was ist da los? Was? Captain Ibisevic wieder nicht eingewechselt? Wirft gerade, sorgt für Kontroversen. Ante Čović. Čović hat gesagt, die Spieler müssen es nicht verstehen. Das ist interessant. Das ist ein guter Satz. Interessante Aussage. Ja? Spieler müssen seine Entscheidung nicht nach. Aber er meint wahrscheinlich, sie müssen sich nachvollziehen können. Ja, er hat aber auch gesagt, er hat vorher mit Ibisevic in Ruhe geredet. Er hat ihm gesagt, Junge, du musst es nicht verstehen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mal als Joker eingewechselt. Das ist schon eine Ansage. Der hat ja auch ganz gut geknipst eigentlich. Auch in der Vorbereitung auch und so. Das ist was Persönliches. Ja. Ja, aber der ist halt auch immer sehr beleidigt. Ibisevic. Der ist halt auch schon 35. Der ist halt irgendwie schon 35. Und der hat viel gesehen von der Welt. Und es ist einfach. Wisst ihr noch, als der in Hoffenheim gekickt hat und so die Überraschung war? 20 Tore. Der hat sich das Kreuzband gerissen. Und deswegen ist Hoffenheim nicht Meister geworden. Genau. Er hat sich nämlich vor Ende der Halbserie oder was. Glück. Ja, die werden jetzt Meister, stell es mal vor. Die werden jetzt sich nicht. Alles möglich wäre. Ich weiß nicht, ob Čović so ein guter Trainer ist, muss ich sagen. Das ist die Frage. Ich weiß in der Vorbesprechung kurz. Das wäre so ein Trainer, wenn Etienne nicht in der Hobbymannschaft wäre. Wir würden uns freuen, dass er da Trainer ist. Aber bringt jemand was zu essen mit, danach geht's noch feiern. Ich kann den gar nicht Bin mir aber nicht sicher, ob der Etienne mir sagt, wie wir abkippen sollen. Also außer woanders. Ja, aber also woher nähert sich dieser Eindruck? Weil ich kann den gar nicht einschätzen, den Typ. Das war komplettes Halbwissen, das habe ich gesagt. Also es wirkt einfach so, Es ist schon ein blödes Zeichen, wenn du nach 3 Spieltagen schon 4 Spieler austauschst zum nächsten Spiel. Es hat nicht primär taktische Gründe, sondern einfach, um mal die Mannschaft durchzumixen. Wenn du vor der Saison sagst, du willst offensiven Fußball sehen, du willst die Mannschaft weiterentwickeln und am 4. Spieltag reist du nach Mainz, Tabellenletzter, und die erste Halbzeit hat Berlin nichts anderes gemacht, als in der eigenen Hälfte zu stehen. Also die haben 4 Zweikämpfe geführt in der gegnerischen Hälfte in der ersten Halbzeit. Das war schon brutal, wie die auf Konter gespielt haben und wie wenig offensiv die sich getraut haben.
Muss man ihnen aber zugutehalten, dass sie eine Reaktion gezeigt haben nach dem 0-1 und in der zweiten Halbzeit auch das Spiel wirklich dominiert haben. In der ersten Halbzeit hatten sie 34% Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit 68%. Das war schon ein krasser Unterschied. Also das war, hast du schon richtig zwei Halbzeiten gesehen. Und die Mannschaft kann auch ein bisschen was. Was mich so in den ersten Saisonspielen schon gestört hat, schon gegen Schalke und gegen Wolfsburg, du weißt nicht genau, was möchte diese Mannschaft eigentlich sein. Ist sie jetzt ein Konterteam? Will sie jetzt umschalten wie Schalke zum Beispiel, die sich sehr schnell so auf einen sehr guten Konterfußball eingestellt haben? Wollen sie tatsächlich den Ball haben? Wollen sie wie Hoffenheim so ein bisschen mehr Ballbesitzanteile reinbekommen unter dem neuen Trainer? Bei Hertha ist alles so ein bisschen. Mal Viererkette, mal Fünferkette. Das ist alles okay, aber nichts wirklich gut. Und dann bist du schon wieder schnell in dieser Schiene, dass der Verein natürlich auch danach lechzt, mehr an Bedeutung zu haben. Also auch außerhalb von Berlin wahrgenommen zu werden oder auch selbst in Berlin wahrgenommen zu werden. und das kannst du mit dieser Art des Fußballs natürlich nicht machen. Wir haben jetzt schon wieder ein entscheidendes Saisonspiel vor der Brust gegen Paderborn. Stimmt. Ja. Und dafür ist ja, tatsächlich. Burns the Tree. Aber das ist auch echt enttäuschend, muss ich auch wirklich sagen, in Berlin. Und jetzt ist auch noch Union da. Kriegen sie noch weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Aber also von uns gibt es natürlich wie immer gleich viel Aufmerksamkeit. Aber das muss ich echt sagen. Also man hat jetzt Wolf noch geholt aus Was für ein Verzweiflungskauf. Er ist ja geliehen, aber also ein Verzweiflungsleihe. Boateng meint ja damals, er hört auf mit Fußball, wenn der nicht Nationalspieler wird. Ja. Er hat ihn halt auch ordentlich gehypt und so. Und er hat auch gute Leistung gebracht bei der Eintracht. Aber man war sich schon damals, wir haben alle mehr oder weniger gesagt, ob der noch mal so eine Saison spielt. Da hat einfach auch alles, das war so eine Saison, wo einfach alles gestimmt hat. Klar kann das auch passieren, der ist schnell und auch torgefährlich. Aber ja, weiß ich nicht. Aber ja, Hertha ist komisch irgendwie. Ich habe die auf jeden Fall, wir haben die alle mehr oder weniger auch so als Geheimfavorit auf dem Zettel gehabt. Aber die haben ja dann am ersten Spieltag direkt so diesen Achtungserfolg gehabt gegen die Bayern, wurden schon so ein bisschen gehypt dadurch, ne? Ja. Und das hat ihnen vielleicht nicht so gut getan. Vielleicht hätte so eine Klatsche gegen die Bayern zum Auftakt wäre vielleicht besser gewesen. Mhm. Aber ja, man darf es jetzt natürlich auch noch nicht abschreiben. Aber Mainz, die ja jetzt auch wirklich diese Saison noch keine Bäume ausgerissen haben, das wären eigentlich schon, da wäre ein Punkt. Mainz, da hast du auch die Nervosität angemerkt. Ja. Also Mainz war halt über 90 Minuten hinweg komplett. Also nicht komplett nervös, die haben schon versucht, hinten rauszuspielen und was zu machen. Aber nach dem 1-0 haben sie sich selber auch sehr viel defensiver eingestellt. Da hast du schon deutlich gespürt, 1-0-Führung, die nehmen wir jetzt mit. Da gucken wir, dass wir jetzt irgendwie ein Erfolgserlebnis bekommen. Und dass sie dann am Ende noch das 2-1 machen, ist ja auch dann mehr Glück als Verstand. Wenn Boyata war es, glaube ich, der den Ball komisch blöd verlängert, blöd für ihn gelaufen und dann ist der Spieler frei. So, und tschüss. Ja. Tschüss. Hm? Ich wollte, wir haben beide gemerkt, wie du keinen Bock hattest, den Namen auszusprechen. Ja. Also. Der Berlin hat ja auch Pech. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Der Torschütze hätte ja auch schon längst, den ich nicht aussprechen kann. Ja. Den, wahrscheinlich sagen wir das auch noch falsch. Ja. Ich würde es noch viel falscher sagen. Von daher ist es besser, dass ihr es sagt für mich. Mach einfach mal. Der hätte schon in der ersten Halbzeit fliegen können. Auch eine komische Videorichterentscheidung. Er ist dann mit der Hand im Gesicht seines Gegenspielers und zieht ihn auch runter. Aus meiner Sicht denke ich eine rote Karte, aber kriegt nur gelb, auch obwohl der Schiedsrichter sich das in der VAR Arena nochmal anguckt. Trink mal kurz einen Schluck. Was ist los? So. Und Čović hat auch gesagt nach dem Spiel, wenn man das Spiel 10-mal spielt, würden wir 7-mal gewinnen, 2-mal unentschieden, 1-mal verlieren. Würde ich nicht ganz so heftig sagen, aber war auch schon ein bisschen so. Also wenn Berlin. Ich eher wäre, hätte ich das auch so gesagt. Aber Berlin hätte das Ding eigentlich schon auch besser ausgehen lassen können. Was wieder nicht für Mainz spricht. Die auch enttäuschend in die Saison gestartet sind. Ja, die hat auch Pech mit Mateta, muss man sagen. Das kannst du vergleichen wie bei der Eintracht letzte Saison. Haller kurz vor der Saison irgendwie schwer verletzt hat. Ich finde Mateta. Nur, dass sie nicht noch zwei andere Superstürmer dann hätten. Also. Ja, wo Quaison finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Aber also ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für Mainz. Auf den ist das ganze Spiel ausge... Obwohl Mateta mir damals in der Loge in Mainz versprochen hat, wir waren bei Weides Geburtstag, da können wir nachher mal erzählen, hat der Vater von Mateta, der auch sein Berater ist, mir versprochen, wenn Haller geht, kommt sein Sohn zur Eintracht.
Hat er dir versprochen? Handschlagvertrag war das quasi. Also die, das handelt sich hierbei um ein offenes Verfahren, Herr Mateta. Bist du zeichnungsberechtigt, ist die Frage da an der Stelle. Ja, aber sorry, das ist... Das klären, dazu darf ich mich nicht äußern. Also das geht nicht. Aber dann ist der, das ist ja im Prinzip wie eine Vertragsunterschrift. Ja, wahrscheinlich hat er den Kreuzbandriss vorgetäuscht, aus genau diesem Grund. Schade. Basti hat da wieder mal die Finger im Spiel, ja. Das ist ja so typisch. Ey. Windig halt, ne, diese Berater. Ja. Tja. Ja. Findig war es auch was in Paderborn, was? Aber wirst du eigentlich nach Überleitungen bezahlt? Ja, tatsächlich, ja. Was durch diesen Sieg von Mainz auch wieder passiert ist und auch durch den Sieg von Bremen und so weiter, wir haben jetzt noch gar nicht auf die Tabelle. Können wir die Tabelle einblenden eigentlich schon? Das ist technisch leider nicht möglich. Da arbeiten wir dran für die nächste. Ist es nicht möglich? Doch, ist möglich. Okay. Nee, wir hatten ja auch schon mal Probleme mit tatsächlich. Mhm. Insofern sieht man, wie eng alles jetzt wieder ist. Das wird schon wieder so eine, keine Ahnung. Es haben sich jetzt ein paar Vereine, die nicht gut in die Saison gestartet sind, haben jetzt ihre ersten Punkte eingefahren. Und am nächsten Spieltag kann das Tabellenbild schon wieder komplett anders aussehen. Ich glaube, und ich prophezeie, das haben wir auch schon gesagt, das wird alles sehr eng, diese Saison. Es wird alles eng, und zwar bis oben hin. Bis oben hin wird es sehr eng. Außer, dass die Eintracht sehr weit vor Bremen sein wird. Das wird nicht eng. Aber das ist gut. Ja, ich glaube, dass tatsächlich Paderborn. Und da sind wir jetzt. Okay, Paderborn. Paderborn, im windigen Paderborner Stadion namens Paderborn Arena. Ganz komischen Namen. Ja. Bentaler. Nach dem Uwe Bentaler, dem berühmten Paderborner. Nicht Möbelhaus? Torjäger aus dem Möbelhaus. Hat ein Versicherungsagentur. Jetzt haben wir es. Versicherungsagentur? Ja. Genau, Paderborn mit einer. Hätte ich jetzt geglaubt, der hätte es einfach weiter erzählt. Eine ziemlich herben Klatsche 1-5 gegen Schalke am Ende regelrecht auseinandergebrochen. Ja? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es nicht sagen. Wie das Stadion heißt. Was es ist? Wie? Was? Was ist es? Erzähl mir alles. Weltweit darüber. Agierendes Familienunternehmen ist es. Oh ja, das als strategisch das innovativer Partner entwickeln wir sicherheitsrelevante Produkte. Und Stadion. Was? Sicherheitsrelevante. Passt so auf wie eine Viererkette. Wie vage kann man denn das verlieren? Und gegen Schalke. Sicherheitsrelevante. Weltweit agierendes Familienunternehmen, das hört sich auf jeden Fall sehr vage an. Das ist super. Ja, ja. Was machen wir so? Wir sind ein Gamora. Ja, irgendwas. Ernsthaft? Ja, es ist tatsächlich irgendwie ein Waste Management. Ja, napoleonisches Waste Management. Rohrproduktion ist auf jeden Fall auch dabei. Rohrkrepierer, auf jeden Fall. Ich versuch's wirklich weiter. Einfach. das war jetzt die vierte. Ja, ich versuch's einfach weiter, dass es manchmal klappt. War das Ende. Also, angefangen, wie so oft irgendwie in die Saison, mit einem 1-0, mit einem forschen Auftritt, mit einem, oh, guck mal, hier kommen sie wieder angelaufen, die Paderborner. Und dann am Ende, das leider auch, wie so oft aus Paderborner Sicht, viel Lob, wenig Ertrag. Und das ist das, was wir hier in dieser Expertenrunde ja im Prinzip auch zu Beginn der Saison so ein bisschen prophezeit haben, dass das mit Paderborn passieren wird. Vielen Dank. Tobi hat eine Aufladestation, Nico eine Aufladestation für seine 23 Handys. Ja, ich werde. Jeder darf mal rein da. Apropos, jeder darf mal rein. Paderborn gegen Schalke in der Schlussphase. Alter Schwede, ey. Als jeder mal rein durfte und. Pro Tor, Gegentor, eine Überleitung, würde ich sagen. Ja, ich fehlen auch drei. Was ist hier los? Nee, er hat doch schon vier durch jetzt. Alle Varianten. Ja, hab ich schon, genau. Ja, also. Eine noch. Können wir vielleicht festhalten, dass es für Paderborn ähnlich aussieht, wie wir es uns befürchtet hatten zu Beginn der Saison. Ja. Dass da vielleicht der eine Abstiegsplatz. Wer hat denn den legendären Satz gesagt, dass sie sehr viel gelobt werden? Ja. War das Ralle? Ralle war muss das, ich ne? Das mal nochmal angucken. Ralle. Am besten. Du sagst mal Ralle. Ralle. Aber es ist tatsächlich so, wobei in dem Fall kann man sie gar nicht loben, weil sie wirklich außer dem ersten Tor nicht viel gerissen haben und zerlegt wurden von Schalke. Und Schalke, je länger es ging, immer selbstbewusster wurde und gemerkt hat, okay, heute läuft's bei uns. Und echt auch vielleicht eines der besten Spiele seit Wochen abgeliefert haben. Muss man nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, Paderborn ist jetzt auch nicht eine Übermannschaft, aber das ist eben genau das, was ich eben auch meinte. Auch wenn Schalke jetzt nicht gewonnen hätte, wäre das sicherlich ein richtiger Fehlstart gewesen. Und dann wäre, man kennt Schalke, dann wäre da wieder ordentlich Alarm gewesen. Und dann hilft es natürlich, wenn du dann auch mal dir die Wut sozusagen runterballerst mit 5 Toren und dich so präsentierst. Vor allen Dingen erstmal Ruhe. War es kein dreckiger 1-0-Sieg oder sowas, wie wir sie aus der Zeit von Tedesco und Stevens kennen, sondern es waren 5-1. 5 Tore haben sie seit 20 Jahren nicht mehr geschossen, auswärts. Und die haben auch dann nicht nachgelassen. Ja. Ich fand Paderborn in der ersten halben Stunde haben sie gut mitgehalten. Da hat Schalke noch nicht viel zustande bekommen.
Und dann irgendwann kam Harit und hat das Spiel. Das hast du jetzt aber sehr gut ausgesprochen. Heißt er nicht? Harit. 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 Marokkaner, der kam ins Spiel und hat. Der war schon die ganze Zeit im Spiel, aber dann hat er sich stärker vom linken Flügel gelöst, hat sehr viele Dribblings gezeigt, war sehr umtriebig. Und der ist ein wichtiger Faktor, finde ich, dass Schalke so gut in die Saison gestartet ist, wie sie sind. Genau. Auch fußballerisch, weil der Wagner, der neue Trainer, scheint wirklich zu wissen, wie man diesen Harit kitzeln muss, dass da Leistung rauskommt. Und ich habe so eine Stimme von irgendeinem Verteidiger von Paderborn nach dem Spiel noch gehört, der halt quasi selber so verzweifelt daran ist, dass der Fußball, den sie spielen, halt bedeutet, wenn du gegen Schalke 1-0 führst, rennen wir trotzdem die ganze Zeit nach vorne. Mhm. Und wenn es 1-1 steht, rennen wir weiter nach vorne. Mhm. Und das hat Schalke offensichtlich dann jetzt halt richtig, richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, wenn, wie du ja vorhin schon gesagt hast, sich man da ein bisschen mehr auf Konterfußball einstimmt, dann ist das ja wie dankbar geschnittenes Brot, das da liegt, wo du nur noch was draufschmieren musst. Ja. Mhm. Schöne Metapher eigentlich. Die schönste, die ich je gehört habe, wirklich. Sehr gerne. Nummer 5 jetzt. Bitte? Das ist alles gut. Also, aber man muss sagen, Paderborn hat auch noch ein, zwei große Chancen gehabt. Michel, dieses eine Ding da. Den muss er machen, Mensch. Muss er machen, oder? Ja. Wieder keine Punkte. Tja, also Paderborn hat es schwer und Schalke auf Champions League-Kurs, kann man so sagen. Paderborn, das Problem ist, dass sie solche 1:3 Spiele durch ihren Stil 1:5 verlieren. Und das ja kann irgendwann nochmal bitter werden. Naja, wenn das Torverhältnis, okay, du sagst, Torverhältnis ist maximal ein Punkt wert, geschenkt. Aber das ist dasselbe, was? Das ist geil, ich finde das auch super geil. Aber man muss es zumindest einmal erwähnen, dass dasselbe wie bei Boss. So. Paderborn ist so ein bisschen wie ich bei Pupkis oder Fortnite. Hauptsache Spaß haben und das war's. Also und? Man gewinnt nicht, aber. Okay. Und das Team hat auch keinen Spaß. Das Team hat auch keinen Spaß. Ja. Aber Hauptsache du hast Spaß. Ja, das ist, Hauptsache ich hab Spaß. Das ist wie jetzt bei Bundesliga, ne? Ja. Ja. Warum, Tobias? Ich wollte auch mal was Gemeines sagen. Aber warum? Man muss doch kein Lebensziel mal was Gemeines zu sagen. Keine Ahnung. Ich wollte auch mal dazugehören zu euch. So, alle haben Wasser. Hat man dir kein Wasser angeboten, Basti? Ich habe meine Cola ausgetrunken. Ich habe Husten dran. Ah, okay. Gerne Wasser. Man bringe ihm ein Wasser. Man reiche ihm ein Wasser. Nein. Montags. Oh, guck mal, danke. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele. Das ist richtig. Warum? Achso, entschuldige dich bei mir, dankeschön. Ich nehme die Entschuldigung an. Du musst doch mal ein bisschen dazu stehen. Entschuldigen müsste ich auch. Oh! Ja? Oh. Na? Wer? Jetzt war eins schwierig, ne? Shit, jetzt müsste man irgendwas über die beiden Spiele nein, wissen. Pass auf, nimm noch mal die Kölner Bayern-Fans. Müssen sie, ja, weil die Derby. Die, genau. Bei den Derby entschuldigen müssen sich auch die Kölner bei ihren Fans, weil es ein Derby war und sie das verloren haben. Ja. Wie ist das so? Cool. Fühlt sich an wie Level 1 Überleitung, oder? Nee, aber ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas mit Derby und Fans entschuldigen, weil wir gehen ja gleich zum Derby. Ich dachte, dass du darauf anspringst. Nee, ich war so mehr so bei dir als Trainer und hier. Können wir jetzt mal vielleicht, was wir müssen jetzt gleich, Jungs, gleich kommt Fußball 2000, da wollen wir schön über die Eintracht abnörden. Mhm. Könnt ihr jetzt noch mal was Sinnvolles zu Gladbach und Köln sagen? Oder nicht? Ja, also können wir gerne machen. Es war ein Derby, was fußballerisch ein bisschen enttäuschend war, aber sehr emotional, wie sich das gehört, wenn Köln gegen Gladbach spielt. Und Gladbach war die bessere Mannschaft und hat das Spiel verdient gewonnen. Kurz und knackig, prägnant, kompetent. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Willst du es versuchen? War wieder ein Spiel mit sehr viel Zweikämpfen und wo beide miteinander aufeinander raufgerannt sind, also so richtig Derby-Style, aber auch durch die Trainer bedingt. Rose, Verfechter von nach vorne drauf Pressing. Bayerlorzer, Verfechter von vorne drauf Pressing. Ich fand, Gladbach hatte lange Zeit Vorteile. Die hätten das Ding auch sehr viel klarer entscheiden müssen, aus meiner Sicht. Weil sie, die haben es sehr, die haben, ich fand, die haben so Dribblings sehr clever genutzt. Die haben halt sehr häufig 1 gegen 1 gesucht. Und Embolo, der wie so eine Dampfwalze teilweise durch die gegnerische Abwehr gelaufen ist, fand ich sehr beeindruckend. Zum Ende hinaus hatten sie dann Glück. Die Gladbacher. Sommer hat noch ein paar richtig geile Paraden zeigen müssen, damit das Ding beim 0-1 bleibt, weil Gladbach vorne die Chancen nicht genutzt hat. Es gab eine Szene, wo Player auch durch 10 Leute durchtankt, er muss eigentlich nur zu Thuram rüberlegen, aber macht's nicht. Da waren auch große Chancen dabei für Gladbach, die sie hätten machen. Wie war Verstraete? Verstraete? Verstraete ist mir nicht so aufgefallen, Skiri hat einen gebrauchten Tag. Ja, absolut. Der kam mit der Wucht von Embolo gar nicht zurecht. Ja, er ist jetzt auch nicht unbedingt der Manndecker. Ne?
Skiri ist eher so ein kreatives Mastermind, der auch in meiner Mannschaft mit Fußballmanager diese Rolle einnimmt. Und damit kam er jetzt nicht klar, deswegen hat er mir keine Punkte gebracht. Für Köln ist es natürlich bitter, so ein Derby zu Hause will man nicht verlieren. Das ist, ich glaube, das tut dann immer so doppelt weh. Das vergisst man ja so. Man ist so medial inszeniert wird eher so Dortmund gegen Schalke oder HSV gegen St. Pauli. Das sind eher so die, sag ich mal, klanghaften Derbys, aber natürlich da hinten im Rheinland, wo die Sonne nicht so oft scheint. Köln-Düsseldorf wird auch immer schön. Köln-Düsseldorf wird auch, ja. Aber ja, Köln-Gladbach ist aber schlimmer. Das ist ja das Derby, auf jeden Fall. Köln-Düsseldorf ist eher, glaube ich, so eine Metropole. Das ist so wie Eintracht gegen Mainz. Hm. Ja, die sind nicht ganz, oder? Die sind einfach nah beieinander. Köln gegen Düsseldorf. Und ein bisschen mehr Tradition. Ja, ja, die hassen die Städte. Nee, ich meinte aber einfach mehr. No. Ach so. Ja. Städte hassen sich mehr. Für Düsseldorf ist es wahrscheinlich ein Derby, für Köln nicht. Und so ist es in Frankfurt auch. Genau, aber das ist ja schon wichtig. Also Köln, Gladbach ist wirklich Derby und das will man nicht verlieren. Und das ist natürlich, das tut Köln neben den verlorenen Punkten, glaube ich, doppelt weh. Und man hat jetzt auch nur 3 Punkte aus 4 Spielen. Das ist auch nicht so viel. Also das ist halt das Gegenteil, was wir vorhin bei Freiburg hatten. Die haben halt echt einen blöden Spielplan gekriegt. Ja. Die haben jetzt gegen Dortmund, haben die schon, glaube ich, gespielt. Wo haben die noch? In Wolfsburg haben die angefangen. Ja. Dann haben die das Spiel, was sie gewinnen müssen, in Freiburg gewonnen. Und jetzt gegen Gladbach zu Hause musst du auch nicht gewinnen. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Dortmund. Das sind schon blöde erste 5 Spiele, kann man so sehen. Das stimmt. Gut. Ich kann ehrlich gesagt nicht viel mehr dazu sagen. Ist nichts passiert, kann man sagen. Das ist auch immer was ganz Gutes, dass keine Schreckensmeldungen rumgehen von irgendwelchen Ausschreitungen. Also, nichts passiert. Ja, ein Böller, oder nicht? Ist da nicht ein Böller gezündet, genau, und der 12 Menschen verletzt hat oder so? Aber das ist schon. Ist klar, wenn der Fall ist, was ist von der Welt 12? Ach, da wird es nicht. Ich wollte es gerade sagen. Also, das ist oder sonst nichts. Das ist eine normale Feier. Ja. Und es wurde noch ein bisschen Buttersäure ausgekippt. Bitte? Buttersäure, ja, schon, und Buttersäure. Pferdemist verteilt im Gladbacher Fanblock. Ja. Habe ich scheinbar nicht alles mitgekriegt. Noch bin ich noch nicht schockiert genug. Also ja. Gut. Pferdemist. Okay, dann haben wir noch Düsseldorf gegen Wolfsburg. Das Derby. Das Derby. Das ist das. Das ist ein richtig geiles Derby. Das ist das richtige Derby. 1-1. Ein Ergebnis, wie das Spiel klingt. Ein Ergebnis, was so ein bisschen im Schatten einer Szene steht. Und zwar vor dem Ausgleich, nee, vor der Führung der Düsseldorfer. Weil ein wunderschönes Tor war übrigens. War der Ball vermutlich im Aus? Ich also, sag nein. Ich sag, man kann es gar nicht sehen. Es gibt halt keine Kamera, die das aufklärt. Weil das ist da vielleicht so, aber wenn du von oben vielleicht drauf guckst, berührt er vielleicht die Linie in der Luft. Also er muss ja mit vollem Umfang aber dann ist dann mal die Grundsatzfrage gestellt. Findest du allen Ernstes, dass es sinnvoll ist, wenn der Ball hier liegt, aber die Schwingungen des Balls quasi die Linie oben in der Masse noch berühren, dass man dann davon spricht, dass es drin ist. Hä? Du musst die Schwingungen geht um den Wind in der Ball. So ist ein, das hier ist so unten, dann ist es halt in der Luft. Das ist so wie Luft aus beim Hochball früher. Unser guter Freund Ralf hat es ja auch beim Was ist los mit dir? Du musst ihm einfach mal hinten. Dazone. Meine Batterie ist fast leer. Datsen. Hat er ja auch gesagt, dass diese Kameraperspektive verzerrt. Wenn du halt von oben die Kamera hast, dann sieht das aus, als wäre der Ball draußen, aber wenn du dann Ich habe keine gesehen, die es aufklären kann. Genau, es gibt keine hundertprozentige, weil man neigt dazu, sich zu verschätzen. Es gibt doch dieses eine Twitter-Video, was Colinas angezeigt hat, wo dann plötzlich der Ball ist. Das hatte dann Ralf, glaube ich, auch erwähnt. Genau. Genau. Gut, aber das ist leicht für uns zu sagen, ganz ehrlich, wenn das Eintracht passiert, werde ich hier den Schreibtisch aufgefressen. Also das ist halt, ich kann das so locker sagen. Aber so Banane, ob der Ball nun 10 cm im Aus ist oder nicht, sollen sie es halt besser verteidigen. Der Torwart kann ihn auch halten. Sorry, also. Ja, und das auch. Ja, er kann ihn halten, aber es war schon auch ein schöner Schuss. Der war schon richtig Wumms dahinter. Also, das war schon ein schönes Tor. Wolfsburg ist dann noch zum 1-1 gekommen. Aber es war jetzt durch Wut. Wut Weghorst, ja. 3 von 30 jetzt, ne? Echt durchgehend. 3 von 25. Ja, du redest von 3, du hast 30 gesagt, also bleib auf den 30. Nicht jetzt wieder zurückrudern. Ich hasse so. Das ist für mich der Gulaschi unter den Stürmern, ehrlich gesagt. Ja. Der ist auch geil. Schon gesehen. Aber der ist jetzt, das ist Team Weghorst da neben dem. Ja. Tobi meint, er schießt 30 Tore. Hat einen Scorerpunkt weniger als Lewandowski, glaube ich. Er schießt 25 bis 30 Tore, habe ich gesagt. 25 bis 30? Mhm. Ja, ist die Saison. Bisschen euphorisch, aber ist bei 3. 18 wäre auch gut. Ist bei 3. Aber ich muss mal sagen, ich fand Wolfsburg nicht so stark jetzt. Nee, wie zu Beginn vielleicht noch. Du merkst, dass Schlager schon Schlüsselspieler hätte sein sollen. Das ist schon ein Qualitätsname, ganz ehrlich. Xaver Schlager ist super. Ja. Er kann alles werden. der wirklich fehlt im Mittelfeld, dass du dann mit dem Arnold nicht ganz diese Qualität erreichst. Ja. Einfach
im Spiel gegen den Ball wie im Spiel mit dem Ball. Ja. Und dem dann Schlags. Gegen Düsseldorf ist auch eine blöde Ausgangslage für diesen Fußball, den Wolfsburg spielen will, mit Schwung nach vorne und auch Ballgewinne erzielen. Da kannst, bist du gegen Düsseldorf dann ein bisschen blöd beraten, die selber das Spiel nicht machen wollen. Hat ein gerechtes 1:1 am Ende. Hat einer von euch Drittelwissen zu Wolfsburg so ein bisschen? So, weil ich hätte eine Frage, was im Babu, der war ja bei uns im Gespräch, spielt gar keine Rolle dabei, denke ich. Spielt keine Rolle, ja, ist halt William, ist gesetzt, spielt ja auch echt gut. Ja, in der Vorbereitung hatte er relativ viele Anteile, glaube ich, sogar im Babu und ich hatte den dann auch. Da war der andere aber auch, glaube ich, verletzt. Also, ja, hat mich auch, ich hatte den mir auch zum Beispiel direkt bei Kickbase gekauft, weil ich auch gedacht habe, okay, ja. Das war ja der Wunschspieler von Hütter letzte Saison, der, über den wurde ja gesagt, ein Wahnsinns-Rechtsverteidiger, der immer voll Power nach vorne und so. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil diese Power auf den Rechts, auf den Außenverteidigerpositionen ein bisschen das Problem ist von Wolfsburg. Da kriegen sie ihn, haben sie zwar top mit Roussillon und William, finde ich, zwei Top-Leute, aber die haben noch nicht ganz dieses System raus, dass sie da halt sehr viel höher spielen müssten, als sie eigentlich. Und man darf ja nicht vergessen, du siehst es ja auch beim So jetzt, dass das einfach, die Schweizer Liga ist halt einfach nochmal was anderes als die Bundesliga. Und vielleicht braucht er noch ein bisschen. Genau. Naja, liebe Grüße. Ja, reden wir gleich noch drüber, denn ich habe auch gesehen, dass So, der hochgehandelt wurde bei Eintracht, doch viel zu wünschen übrig ließ. Im Gegensatz zum hochgehandelten Kamada, der, an dem die Eintracht noch viel Freude haben wird. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen ist am Wochenende, wollen wir schon über das Spiel reden? Ihr habt euch abgesprochen, oder was? Nein, wieso? Okay, nee, ich höre mir das gerne an. Ihr habt doch sonst nie was zu Eintracht zu sagen. Und plötzlich schon zwei Aussagen, die stimmen. Nein, ich fand es halt einfach frappierend, dass in der einen Szene da Hinteregger und Abraham den Spieler nicht übernehmen. Und der dann das war Hasebe. Siehst du noch nicht mal? Und du merkst halt aber auch nicht mal, einfach, das richtig aufgeschnappt, was wir eben gesprochen haben. Ja. Ach, das ist unangenehm. Aber man merkt auch, dass Schändler halt Kostic einfach nicht ersetzen kann. Nein, das ist wirklich so. Also wenn Kostic fehlt. Ja. Sieht man ja das, auch hast, das hast du aber auch gleich gemerkt. Das ist unangenehm. Ja. Können wir jetzt in die Werbung abmoderieren und dann Fußball 2000 Leute holen? Ein Gag für die Leute da draußen. Du hast, habt ja Fußball 2000. Die Leute kommen, werden ja gleich in Mannschaftsstärke hier einmarschieren und uns alle rauswerfen. Habt ihr vorher was gedreht hier für Fußball 2000? Die eine oder andere Aussage wurde offensichtlich aufgeschnappt von euch. Ich muss sagen, ich habe dich selten so glücklich erlebt wie da. Ja, weil ich endlich mit Freunden gesprochen habe. Du selbst sein konntest. Ich habe mir auch überlegt, wenn man etwas liebt, dann muss man es loslassen können, vielleicht auch. Ja. Ja. So sagt man doch, oder? Aber warum sollte man das tun? Heißt es nicht, wenn man etwas liebt, muss man es loslassen und wenn es zurückkommt, gehört es dir für immer? Genau. So, nicht einfach nur loslassen, dann geht's. Das ist ja voll scheiße. Ich habe endlich was gefunden. Ich liebe dich so sehr, hau ab. Hau ab. Verpiss dich, ich liebe dich! Das habe ich im Kalender gelesen, Tobi Escher hat es gesagt. Das hat Michael Jackson noch auch versucht, irgendwie. Mit seinem Kind irgendwie. Okay, die Stimmung ist wieder draußen. Sehr gut, die Stimmung ist wieder draußen. So, mach mal. Da sind wir wieder. Aber jetzt sind wir wieder. Also, ich meine, die Szene mit Baby meine ich, als er da damals. Ja, das mach Überleitung, also, schnell, mach Überleitung. Gleich wisst ihr noch tatsächlich ein bisschen Eintracht-lastiger. Marvin und Marc kommen, glaube ich. Habe ich das richtig von tatsächlich. Euch? Tatsächlich. Ihr müsst erst mal fragen, wer von euch überhaupt alles reinkommt. Ich habe noch eine letzte Information. Ja. 1,88 Meter. Kohfeldt? Und ja, bist doch kleiner als Nagelsmann. Ja, 1,90. Also, du hast mir doch gerade ein Foto gezeigt, wo er größer war. Ja, genau. Ich wollte, aber ich habe die Information. Stöckelschuhe an. Ja, scheinbar. So. Gut, deswegen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Wir haben jetzt nutzen die Werbepause, um uns hier neu zu sortieren. Tobi wird gehen, ich werde gehen. Wir werden ausgehen. Nico? So. Ja, fünf Leute haben hier Platz. Okay. Und die. Und ich habe. Geht ruhig, ihr habt keinen Bock auf die anderen, das ist schon klar. Also, ich weiß, wie Nico und ich gerade klar Nico, gemacht haben. Nico hat Bock, das weiß ich auch, aber ihr zwei könnt gehen, euch brauche ich nicht. So. Genau. Schade. Ja. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, also wir machen ein bisschen Werbung und dann geht's hier gleich weiter. Auf Kamera noch was zu Eintracht sagen, und wie wir das verbessern können. Dann will ich die Geschichte da hören mit der Tour de France. Ja, da musst du bleiben. Nee, ich. Kannst du ihn bitte fragen, wie das war mit der Ich weiß, wie es war. Habe ich ihm schon alles erzählt. Ich frage. Okay, Top. Ich frage. Top. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück zur Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt.
Ganz gut. Und jetzt sind sie bei uns. Wir haben es extra ans Ende der Sendung geschafft, damit alle Hater uns nicht nerven. Weil es ja immer heißt, ich würde so viel über die Eintracht reden, was überhaupt nicht stimmt. Gar nicht. Ich schaue die Sendung immer und denke mir, ich darf nichts mehr sagen. Ich, genau, ich rede immer nur noch ganz kurz, gibt's 3 Minuten, kein anderer sagt mehr irgendwas, fragt irgendwas, es interessiert keinen mehr. Ich bin schon komplett, wirklich nur noch Komplexe. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt Brüder im Geiste hier einladen dürfte von Fußball 2000, dem Videopodcast vom Hessischen Rundfunk rund um die Eintracht. Basti war ja eben schon da. Marvin ist jetzt noch am Start, Marc's noch da und ein paar sitzen noch da hinten. Und Philipp ist, glaube ich, gar nicht mit. Nö, ein Glück. Hat's nicht hergeschafft. Keine Ahnung, welche dubiosen Dinge der sonst so treibt. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die trotzdem noch zugucken, auch wenn sie nicht so es mit der Eintracht halten und deshalb keine Ahnung haben, was Fußball 2000 ist. Videopodcast, wie kam es da zustande? Weil wer sich mal eine Folge anguckt, der denkt, würde nicht im ersten Moment darauf kommen, dass da der Hessische Rundfunk drin hintersteckt. Das ist schön, dass du das sagst, ja, dass wir das geschafft haben, dass man nicht denkt, dass der Hessische Rundfunk da drin sitzt. Okay, jetzt habe ich meinen Job weniger. Egal, kein Problem. Aber die Sache ist halt, wir hatten seit längerer Zeit schon einen Eintracht-Podcast, da warst du ja auch mal zu Gast. Und davon haben wir uns überlegt, müssen wir mal ein kleineres Spin-off machen. Ne? Auch vielleicht ein paar. Gibt's immer noch, muss man sagen. Genau, den Eintracht-Podcast gibt's immer noch. Ist ein Audio-Podcast, der immer noch in allen Podcatchern verfügbar ist. Aber wir haben dann gedacht, okay, wir wollen noch ein bisschen eine andere Zielgruppe ansprechen. Ihr seht zu gut aus für einen Podcast, habe ich euch gedacht. Das sagst du. Ich gebe dir nachher dann die 50 Euro und dann schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Weitere Komplimente werden gern angenommen. Und dann haben wir 50 Euro pro Kompliment? Ja, fürs nächste Jahr. Der Preis ist gestiegen in der letzten Zeit. Wir werden alle nicht jünger. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, da gibt es doch irgendwelche Möglichkeiten. Dann kam Jan, der jetzt gerade schon ein Bierchen da hinten sitzt und hat ein paar Ideen gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Videopodcast im HR, das ist der erste seiner Art. Das wollen wir mal probieren. Und da kam Marc dazu. Uns war früh klar, dass Basti auch ein Teil davon ist. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Und das ist ein relativ kurzer Podcast pro Woche, wo wir über die Eintracht sprechen, ein paar humoristische Elemente mit reinbringen und am Ende des Tages uns aber auch relativ oft aufregen. Momentan läuft's gut mit der Eintracht. Wir werden gleich über das aktuelle Spiel sprechen, aber wir versuchen, das aktuelle Tagesgeschehen noch mit reinzubringen halt. Ne? Ja, du bist so ein bisschen federführend, kann man das so sagen? Ja, ich hoffe. Die anderen müssen so ein bisschen machen, was du sagst. Na, das Problem ist, die reden alle ganz gern durcheinander. Da bin ich der Einzige, der versucht, manchmal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, aber es ist tendenziell relativ schwierig. Ja. Okay, dann lass uns mal über die Eintracht sprechen. Also generell, wir haben ja ein bisschen Zeit, können wir ja mal ein bisschen ausholen. Du hast das ja auch mitgekriegt. Die letzten 2-3 Jahre von der Eintracht haben uns ganz schön verwöhnt, kann man so sagen, ja, oder? Also das ist, ich sag das auch immer dem Nils, der ja auch ein bisschen traurig ist, weil es dem HSV momentan nicht so gut geht. Und ich habe ihm immer gesagt, du, es gibt wenig Leute, die das, glaube ich, mehr nachvollziehen können, wie das ist. Nach den 90ern mit Yeboah, Okocha und so weiter und der ganzen Heinkes-Geschichte sind wir von einem fast Augenhöhe Bayern-Verein, sag ich mal, zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden. Dann kam die große solide Phase unter Bruchhagen, die uns jahrelang eingebläut hat, wir sind ein mittelmäßiger Verein, wir sollen froh sein, dass wir überhaupt, ich zitiere, am modernen Städtekampf ja. Fußball-Bundesliga teilnehmen können. Und man hat es irgendwann übernommen, man hat irgendwann gesagt, ja, okay, wir sind ja schon bescheiden, wir halten ja schon die Schnauze, wir sind schon froh, wenn wir nicht absteigen. Und dann kommt plötzlich mit Kovac noch mal so ein kurz vorm Abstieg, eigentlich kurz vor dem Alter, ich halte es nicht mehr aus, ich kann mit diesem Verein langsam nicht mehr, wo alle so eine Krawatte haben, sagen, ey, ich weiß nicht, wie oft ich das noch mitmachen kann, wo du dich jedes Wochenende gefragt hast, warum gebe ich mir das überhaupt noch, warum halte ich mir noch den Platz frei, wie soll ich das überhaupt noch jemandem vermitteln, dass ich mir das gebe, dann kommt der Klassenerhalt und es kommt die große Wende mit Kovac und seitdem, das ist jetzt 3 Jahre her, ist die Eintracht nicht wiederzuerkennen, nur mal um so aus Sicht eines Eintracht-Fans das wiederzugeben. Wie nehmt ihr das wahr? Und dann reden wir gleich natürlich über Augsburg. Ich kann da eine Geschichte erzählen zu dem Pokalfinale. Gegen Dortmund war das vor 3 Jahren. Da war ich eigentlich auf eine Hochzeit eingeladen. Und das hat natürlich dann irgendwie war unter Terminzwang, konnte nur eine Sache machen. Durfte dann glücklicherweise arbeiten, musste natürlich auch trotzdem zu Hause irgendwie das rechtfertigen und sagen, hier, ich kann nicht zu dieser Hochzeit, ich muss auf dieses Pokalfinale. Weil es wird in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder passieren. Ich war auf Pokalfinale mit der Eintracht. vielleicht gab es deswegen noch keine Hochzeit. Schwieriges Thema, reden wir nachher beim Bier drüber. Ich hätte in meinem Leben nie wieder auf ein Pokalfinale mit der Eintracht können. Gut, ein Jahr später waren sie dann nochmal da, war ich glücklicherweise dann auch da, wo sie dann diese Pokalsieg geholt haben. Aber trotzdem sieht man, glaube ich, wie besonders das ist für die Eintracht, dass sie überhaupt mal so ein Finale spielt, das dann auch noch gewonnen hat.
gemacht. Ja. Ich muss vielleicht noch mal ganz kurz eine kleine Anmerkung dazwischen machen, weil ich bin ja Bremen-Fan und sitze hier zwischen Lauter Frankfurt. Ich habe aber schon irgendwie eine, vor allen Dingen in den letzten Jahren, so eine Verbindung dazu bekommen, weil ich in dem Schicksalsspiel Abstiegskampf zwischen Bremen und Frankfurt. Ich erinnere mich. Oh ja. 89. Minute. Gillo Bocci 1-0 quasi die Reste von mir zusammengekramt habe und Bundesligist geblieben bin. Und aber seitdem auch immer schon mit viel schon, muss ich ehrlich sagen, Begeisterung verfolge, was in Frankfurt passiert, wie es passiert und dann natürlich der intensive Austausch mit dir darüber und in den letzten, ich glaube jetzt auch 12, 18 Monaten auch ziemlich viel immer mal beruflich damit zu tun hatte, weil ich da eingeladen war, mal was miterleben durfte. Ja, schon Moslek hast du gesessen, habe ich gesagt. Ja, genau. Der Rapper, also das muss man, ich bin ja nun mal Hip-Hop-Journalist, im Hip-Hop gibt es so viele Eintracht-Fans, so dass, also angefangen bei Hannibal, Chelo, Abdi, Vega, Oskar. Grüße an dieser Stelle. Wirklich von mir an der Seite auch liebe Grüße an all die. Oskar kommt auch wieder zu uns. Ja. Die haben mir so viel gezeigt, wie emotional dieser Verein ist und wie viel Liebe da drin steckt. Und das ist das, was mich dann auch am Ende catcht. Und darum ja, er hat es schon gesagt, das hat sich halt auch angestaut. Also du hattest nicht irgendwie eine lange Zeit, um das auszuleben, weil dann gab es Marvin und ich sind aus der Relegation, von der Relegation nach Hause gefahren. Wir waren fix und fertig. Wir haben auf die ganze Rückfahrt kein Wort gesagt. Also es war wie, wenn du so einen schlimmen Termin hinter dir hast und hast keinen Bock mehr. Wir haben uns auch gar nicht verabschiedet, als wir im Auto in Frankfurt waren. Ich weiß gar nicht, was wir jeder ist aus dem Auto ausgestiegen, ist nach Hause gegangen. Ich hab noch Bock rausgeschmissen, geh raus, komm, lass uns in Ruhe. Du hattest halt auch keinen Bock. Und wenn du überlegst, wir reden jetzt darüber, dass Eintracht André Silva verpflichtet hat. Hm. Wir haben hier vor ein paar, das ist nicht mal lange her, dass Flum und Injowski bei uns gespielt haben. Ja. Da war so froh, dass Flum kam. Nichts gegen Flum. Nee, dann hat man sich damals so eingeredet, der Flum, der ist so ein Freiburger, der kann schon was. Der kann das Mittelfeld antreiben. Der Iggy, der kämpft, du, der lässt keinen Ball. Ja, genau. Ja. Iggy war bei 1860 ein Talent, wow, und so. Und jetzt hast du tatsächlich Du hast für 3,5 Millionen eine komplette Transferphase abgewählt. Überleg dir, das war Lecho ausgeliehen und so der ganze Kram, das war, also ich muss sagen, das war schon geil. Man muss schon, das war einfach wie im Rausch. Du musst schon sagen, du hast gedacht, dieser Pokalsieg ist das Highlight, dieser Lauf von Gacinovic, der alles befriedet. Und danach kam diese Europa League-Saison. Ja, aber das ist glaube ich, auch die große Kunst, von der man immer geredet hat. So einmal eine gute Saison hinlegen, das schaffen viele Vereine mal. Genau. Aber aus einer guten Saison ein Fundament zu bauen, von dem der Verein langfristig oder mittelfristig, sagen wir es mal so, ja, ist ja noch zu früh, aber wirklich von profitiert. Das war ja immer so der Wunsch. Wir haben dann immer rüber mal geguckt, haben gesagt, ja gut, Dortmund, die waren auch mal knapp am Abstieg und guck dir an, was passiert ist. Gladbach. Selbst nach Mainz haben wir neidisch geschaut, wenn die ihre Spieler Wenn die ihre Spieler bei irgendwelchen mittelmäßigen Spielern. Genau. Aber Gladbach ist schon das Musterbeispiel dafür. Auf jeden Fall. Ja. Wie du in den letzten Jahren guten Fußball und den auch kontinuierlich verbesserst. Und genau das macht Frankfurt gerade, finde ich. Also diese blöden Witze zwischen Bremen und Frankfurt, Wetten abschließen, das mache ich auch dabei übrigens. Ja, genau, das mache ich natürlich auch aus einer gewissen Ehre für meinen Verein. Aber du siehst schon, wie Frankfurt einfach einen Schritt nach dem anderen offensichtlich alles richtig macht. Und das ist ja, das durchbricht das Gesamte, was ja immer gesagt wurde. Wie gesagt, du hast eben über Brucher angesprochen. Und es ist vollkommen verständlich, dass wir uns ein Stück weit auch an die Zeit geklammert haben, weil er erstmal derjenige war, der das Ganze konsolidiert hat mit Funkel. Aber trotzdem hat er uns auch eingebläut, naja gut, Bundesliga, da tut sich jetzt nicht mehr viel, ist alles mehr oder weniger klar. Und dann denkst du auch, okay, da kann wahrscheinlich nichts mehr passieren. Und ich glaube, man muss schon sagen, dass Bobic und Kovac ein Stück weit das Ganze auch zerbrochen haben. In einem neuen Ehrgeiz. Ja, aber das Ding ist halt, also ich meine, wir sehen es ja damals an der Personalie Caio, der damals der brasilianische Traum war für 3,5 Millionen. Wir gedacht, Alter, für 3 Millionen Brasilianer, das gibt's nicht. Und Belaid und Kockmann. Der wird alles zerballern. Ja, und dann hast du den irgendwie gesehen mit dem Sixpack an der Tanke oder was und hast gesagt, egal! Der wird alles zerballern. Nur 5 Spiele am Stück. Aber da hat sich so der Wunsch schon, man hat schon so eine Sehnsucht gehabt. Und man muss natürlich im Nachhinein, muss man Bruchhagen schon auch dankbar sein, dass er auch dem gesamten Umfeld und der gesamten Stadt eine gewisse Demut beigebracht hat. Auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, okay, alles hat seine Zeit. Aber. Alles hat seine Zeit und dieser Verein ist, da geht mehr. Das hat jeder gespürt. Da geht mehr und vielleicht bedarf es auch ein bisschen mehr Mut an der einen oder anderen Stelle. Und es ist verständlich, dass Bruchhagen diesen Mut nicht mehr aufgebracht hat. Aber es war gut, dass dann Leute kamen wie Kovac, wie Bobic, die einfach gesagt haben, ja, natürlich sind wir froh und die Eintracht ist noch klein, aber hier ist noch mehr und hier muss mehr gehen und hier muss mehr Ehrgeiz sein, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir ballern alles weg. Und ich glaube, das hat eine Leidenschaft und das hat die Stadt angenommen, das haben die Fans angenommen und das hast du eben gemerkt. Dass es dann natürlich im Pokalfinale gegipfelt ist, wo dann wirklich alle irgendwie, ich meine, ich habe mir teilweise das angehört und gedacht, so ist ein bisschen übertrieben für den DFB-Pokal. Ja, hatte das auch manchmal, dass ich so die ganze Stadt stand auf den Straßen und hat gedacht, ich sag so, es ist
Nur der DFB-Pokal, Leute. Aber, naja, aber es ist immer noch ein großer Titel in Deutschland. Ja, ist ein großer Titel, aber was geht bei der Meisterschaft? Da muss die Feste feiern, wie sie fallen, aber was sollen die Frankfurter sonst machen? Aber was geht bei der Meisterschaft? Ja, da kommt nee. Der Meister. Ja, aber sag doch sowas nicht. Aber das wird nicht passieren. Gut. Ich meine, im Endeffekt musst du ja auch sehen, dass die Eintracht auch der als Verein, das jahrelang, spätestens seit Bobic da war, auch gut gespinnt hat. Er hat alle darauf vorbereitet und gezeigt, okay, der DFB-Pokal ist das Größte, was wir erreichen können. Ja, und dann waren plötzlich Leute, die sind mitgenommen worden, auch durch die Spieler ein Stück weit. Wir dürfen Leute wie Boateng einfach ein Stück weit gar nicht vergessen, dass die auch nochmal eine andere Zielgruppe an Fans angesprochen haben. Und dann kulminiert alles in diesem DFB-Pokal, wo plötzlich Frankfurt internationale Stadt sich jeder angesprochen fühlt. Ja, und das ist, deswegen ist es so eskaliert. Keine Ahnung, wenn es im DFB-Pokal irgendwann nicht mehr reicht und wir dann irgendwann deutscher Meister werden, ja gut, dann muss halt das Umland her. Ne? Ich finde, ihr habt aber gerade jetzt eine Situation, die schon ziemlich spannend ist, weil die Erwartungshaltung nach drei Stürmern, die groß sind, die weggehen, 100 Millionen auf dem Konto. Musst du jetzt durchhalten. Dann ist der ganze Verein aus der Vergangenheit ja immer eine Gefahr dafür, dass dann schnell der Größenwahn einsetzen könnte. Das ist genau das, ja. Noch eine andere Sache ist, dass die Eintracht unfassbar beliebt geworden ist plötzlich. Ja. Also wenn zum Beispiel Martin Schmidt, glaube ich, am Samstag auch gesagt, er guckt immer die Eintracht so gerne in der Europa League und dann irgendwie von allen Seiten kommen Sympathiebekundungen. Das passt ja auch nicht so richtig zur Eintracht. Das ist dann so ein bisschen so, dass... Das sind aber auch diejenigen, die dich wieder runterschreiben dann. Die jazzen die Eintracht jetzt hoch. Ganz ehrlich, du liest, früher hast du in Frankfurt immer nur gelesen, Pyro-Randale und hier und Frankfurt, bla bla. Das wurde alles ausgeblendet, obwohl es das auch gab. Ja gut, aber Frankfurt hat damit auch gefeiert. Also ja, Frankfurt hat sich in der Rolle auch immer gefallen, dass uns keiner mag und dass wir die Assis der Liga sind. Das wird auch wieder so kommen. Also es wird wieder so kommen, was er sagt. Diese Aufmerksamkeit, die Eintracht jetzt kriegst du ja nicht mehr jetzt über einen gewissen Zeitraum. Genau. Ich meine, als Bremer weißt du es doch am besten. Ihr habt eine Transferperiode damals scheiße gehabt, du holst irgendwie Carlos Alberto und Wesley und zack. Alles ciao. Und davor waren 6 Jahre Champions League, auf einmal hast du und das wurde 5 Jahre damit zu kämpfen. Aber ich weiß auch, dass ihr das plötzlich als selbstverständlich und ich auch als Außenstehender, so Bremen Champions League. Und man hat im Hinterkopf gar nicht gehabt, was für eine Leistung das eigentlich war. Juri Zavranjes hat in der Zeit 3 Millionen bekommen. Geil. Pro Jahr. Und der saß auf der Tribüne. Das war das Gerüst, das Bremen damals hatte, weil es immer größer geworden ist durch Champions League. Ja, aber das gleiche Lied kann auch der HSV singen. Überleg mal, was die für Spieler geholt haben, wo den teilweise im Vorfeld von Thiago oder wie ist der junge Schwede? Markus Berg oder so, der dann, glaube ich, in der EM oder WM irgendwie alles zerballert hat und alle gesagt haben, boah, der geht zum HSV. Also du brauchst auch einfach ein Stück weit Glück, weil keiner hatte Haller und Rebic und Jovic, weil man, ich habe immer gedacht, in dem Moment, wo sie zur Eintracht gehen, haben ja vermutlich 20 Top-Vereine schon gesagt, braucht man nicht. Ja. Und dann denke ich immer, durch wie viel Raster muss der gefallen sein, bis der dann bei uns landet und bei uns dann durchstartet? Also es gehört auch einfach ein Stück weit auch fucking Glück dazu, oder was heißt Glück, dass du halt einfach auf dem Transfermarkt, dass jeder Transfer sitzt. Und du brauchst aber auch einen Trainer, der Bock hat, mit den Leuten zu arbeiten. Das kommt natürlich dazu, ja. Den haben die halt einfach auch alleine gelassen. Ja. Die haben dem nicht gezeigt, wo der Supermarkt ist. Dann hat er sich Chips an Tankstelle. Natürlich wurden da Fehler gemacht. Und dann hast du, wenn du an Drewitz schuld und kümmerst dich nicht um den, dann geht der auch nicht so ab. Genau. Du musst den annehmen. Muss vieles passen. Muss dich um die Spieler kümmern. Aber noch irgendwie ein Tweet, dass jeder Landsmann quasi noch irgendwie seinen Kumpel dabei hat. Sind 2 Japaner, sind mehrere Serben. Ja. Jetzt hast du Porto. Auch so drumherum ist es irgendwie gewachsen einfach, ne? Bei Eintracht, dass das professioneller mit den Spielern umgegangen wird. Aber habt ihr das Gefühl, dass dieser Sommertransferperiode heraus, dass da auch gut gearbeitet wurde, dass nicht überhitzt reagiert wurde? Ich finde es extrem smart, was die Eintracht dieses Mal gemacht hat, weil ich der Meinung bin, dass man versucht hat, ein Fundament aufzubauen. Das siehst du an den langjährigen Verträgen, die geholt wurden. Und du hast erstmal jetzt gesagt, okay, wir holen jetzt mal die ganzen Leihspieler und wir binden die fest mit guten Verträgen und wir haben jetzt ein solides Fundament und darauf kannst du jetzt sukzessive aufbauen. Ich finde, das war extrem wichtig und das wird vielleicht nicht unmittelbar den Erfolg bringen, aber ich glaube, langfristig oder mittelfristig war das eine extrem kluge Entscheidung. Also, stimme ich dir zu, sorry, ganz kurz. Ich glaube, es kommen 2 Komponenten zusammen. Auf der einen Seite, wir haben eben über Demut gesprochen, vielleicht diese Demut auch langsam jetzt wieder ein bisschen einkehren lassen, ohne jetzt komplett ohne Ehrgeiz zu sein, aber zu sagen, okay, wir müssen erst mal warten, wie alles läuft. Denn du bist doch ganz klar, dass ein Silva jetzt nicht sofort ziehen kann. Wir werden gleich noch über So sprechen. Auch der braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit und dass wir jetzt erstmal die Bälle flach halten, trotzdem glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, überhaupt erstmal ein Gerüst zu haben und dieses Gerüst festzuhaben. Ein Trapp, wie energisch der ist ehrgeizig, der hat Bock und der flaumt auch seine Mitspieler an. Ich glaube, dass der ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der jetzt über mehrere Jahre bei der Eintracht bleibt. Ich habe so ein bisschen nämlich die Sorge, also das seht ihr wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders als Frankfurt mit dem Geld auf dem Konto, aber die Liga ist halt trotzdem so verdammt eng und Hertha BSC Berlin hat jetzt gerade 150 Millionen mehr auf dem Konto als die Hälfte der Liga da unten. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass du keinen Schwachsinn machst. Deshalb ist es wichtig, dass du nicht denkst, oh, ich habe jetzt die Fettkohle,
ich hole mir jetzt hier ein überteuertes Talent, was da nicht reinschlägt, sondern deshalb musst du, klar kann man drüber sprechen, ob ein Chor 9 Millionen wert ist, aber das ist ein Spieler, der meiner Meinung nach einem Fernandes in jedem Punkt überlegen ist und den du langfristig bist. Ich finde, das ist eine kluge, vielleicht eine etwas zu teure, aber trotzdem ein kluger Transfer. Und ich finde, dass man du ziehst die ganze Zeit die Mund. Ich finde nicht, dass es so ideal gelaufen ist. Ich finde, man hat ziemlich schnell ziemlich Planungssicherheit gehabt. Also man wusste, dass was Jovic ungefähr bringt, man wusste, was Haller ungefähr bringt. Mit Rebic wusste man ja eigentlich auch, dass der unbedingt gehen will. Er wollte ja letztes Jahr schon gehen. Man hat auch ihm wahrscheinlich versprochen, dass er gehen darf. Das hat sich jetzt alles nur ein bisschen gezogen. So wirken die ersten Spiele auf jeden Fall. Weil man den Transfer wahrscheinlich auch als am weitesten weggeschoben hat, weil man wusste, da kriegt man am wenigsten. Also da musst du 50% abgeben. Wie gesagt, erstmal hier ein bisschen Cash machen. Ich muss sagen, wir haben in dieser Transferperiode trotzdem ein, zwei Ben-Manga-Transfers, so lange man das so bezeichnen kann, gefehlt wie Ndika, Haller, Jovic. Wo du Jovic. Ja, der wird aber nicht spielen. Ja, der wirkt ein bisschen wie ein A-Jugendlicher noch. Ja. Aber wie gesagt, bei Jovic am Anfang wusstest du es auch nicht. Mir hat trotzdem so ein bisschen die Fantasie gefehlt, muss ich sagen. Weil das mit Silva, den hattest du auf dem Schirm, den war die zu teuer. Dann hat Rebic gesagt, ich will jetzt unbedingt weg. Dann haben die gesagt, komm, wir tauschen irgendwie, haben nicht mal was ausgehandelt. Es wirkte trotzdem nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hätte, dass das von langer Hand geplant ist, weil die richtig guten Kaderplaner machen ja eigentlich den Kader schon im Frühjahr fresh. Ja, aber das Problem, das Problem ist einfach, dass sie in der Saison es einfach verkackt haben, weil sie weder Euroleague noch Champions League sicher gemacht haben. Das heißt, sie haben die Euroleague-Quali, weiß nicht, wie viele Leute da vielleicht bei Champions League schon kontaktiert wurden und geblieben wären oder so. Das heißt, jetzt hat er im Doppelpass, hat Bobic auch gesagt, dass man schon lange natürlich was Dost als Allaire-Nachfolger im Auge hatte. Das muss man ja auch sagen. Also, ja, gut, aber man weiß, dass sie andere Spieler gemacht. Aber du wolltest den halt nicht für, du hast den für 7 Millionen gekriegt. Ja, das ist halt genau, das ein fucking Schnäppchen. Ja. Aber wenn man halt weiß, dass sie über Balotelli wirklich drüber nachgedacht haben, dass Boateng auf der Liste stand, dass Max Kruse auf der Liste stand. Also das Fundament haben sie in der Abwehr im Mittelfeld, aber ganz vorne haben sie die ganz großen Karten halt nicht. Max Kruse ist in die fucking Türkei gegangen. Ja. Da war sicherlich nicht die Eintracht, nur die Eintracht interessiert. Es ist vielleicht auch das Problem dieser heutigen Transparenz, dass du jeden Scheiß mitkriegst. Ja? Und auch jeden Scheiß mitkriegst, der nicht mal stimmt. Und dann liest du irgendwie. Ja, aber ich bin selber schuld. Ja. Nächtelang, wir beide haben uns auch die ganze Zeit Namen hinhergeschrieben. Und der kommt vielleicht. Natürlich bist du am Ende enttäuscht. Schlimm, wenn ich plötzlich fest davon ausgehe, dass man bei die Boateng-Brüder mit Balotelli. Ja. Hallo, wie geil. Im kurzen Moment habe ich sogar geglaubt. Meine Güte, allein die Tatsache, dass ich mit Balotelli das gar nicht so fabulös angehört habe, sondern dass das war ein bisschen was dran war. Also ich meine, das hätte schon funktionieren können, aber es hätte auch riesig gegen. Ja, aber es wäre schon geil gewesen. Es wäre mega geil gewesen. Wenn der floppt, wäre mir egal gewesen, aber fucking Balotelli bei der Eintracht gespielt hätte. Boateng hat's kaputt gemacht. Es ist auch gut, im Endeffekt muss man sagen, offensiv kann man sagen, ist nicht vielleicht hundertprozentig, aber vielleicht. Nicht schlecht. Und du hast auch noch ein bisschen Geld. Du kannst sie auch nicht 1:1 ersetzen. Du hast auch noch ein bisschen Geld. Du findest nicht jedes Jahr einen Jovic. Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, die Eintracht hat nicht alles rausgeballert. Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die Eintracht war bereit, für Grujic zum Beispiel 25 Millionen zu zahlen. Liverpool wollte das dann behalten. Das wäre geil gewesen. Also die Eintracht, und dann ist es aber gut, was du sagst, wenn dann das nicht klappt, das ist wie wenn du Klamotten kaufen gehst, wenn dir keine Hose gefällt, dann kauf keine. Vor du zu Hause denkst, was ist denn das für eine Scheiße? Aber das ist halt ein schmaler Grat, weil du in einer Liga bist. Ja, du brauchst trotzdem Hose, Aber wir sind ja geil. Der Verein ist ja gut aufgestellt. Ich sag mal, okay, wir haben jetzt gesehen, und damit sind wir auch schon beim Spiel gegen Augsburg, wir haben gesehen, ein Kostic ist nicht zu ersetzen. Das kann man Schändler halt nicht 1:1. Da finde ich auch, im Nachhinein auf den einen flexiblen Außenmannspieler oder so mehr hätte es schon noch sein dürfen. Das finde ich, kann man auch noch angreifen. Ansonsten, So hat ein schwaches Spiel gemacht, muss man an der Stelle wirklich sagen. Der war auch irgendwie Hütter hat gemeint, er wäre nervös gewesen. Also er hat auch komische, ich habe es mir wirklich noch mal explizit noch mal die erste Halbzeit angeguckt, nur auf ihn geachtet, da hat man wirklich auch gesehen, das waren Pässe, da war er noch nicht mal unter Druck und hat die nicht zum Mann gebracht. Das war ein bisschen komisch, weil ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, weil ich die Schweizer Liga nicht verfolgt habe, aber es gab zwei Dinge, die man über ihn gesagt hat. Das war Schnelligkeit und Passgenauigkeit. Das waren genau die zwei Dinge, die er hat eigentlich gegen Düsseldorf auch gezeigt. Also ich muss sagen, ich war richtig. Und gegen Chemie Leipzig. Ich war richtig begeistert, als er gegen Düsseldorf reingekommen ist und du hast plötzlich gesehen, der kann zwei Stationen überspielen, wo andere noch eine Zwischenstation eingebaut hätten. Ja. Richtig schöne, scharfe Pässe. Oder auch Chemie, muss man auch sagen. Da war er plötzlich gespielt, wie als hätte er doch eine ganze Zeit bei der Eintracht. Ja, aber das war ein 50-Spiel von 9000 Leuten. Ja, genau, das ist es halt. Aber den würde ich noch nicht abschreiben, den Bub. Nein, um Gottes Willen. Ne? Also ganz. Ja. Ja. Vor drei Wochen war der Heilsbringer und jetzt kann er nicht. Ich würde mal gerne aber mal zu Bas Dost hören, weil ich finde, das ist ein begnadeter Stürmer. Wenn er aber nicht in Watte gepackt wird. Ja, das und du musst halt auch eigentlich eine Ballbesitzmannschaft haben, die immer in den 5-Meter-Raum kommt. Ja. Ja, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der Flanken sehr viele kann. Flanken. Das ist ein Problem bei der Eintracht. Nicht nur die Flanken, auch die Eckstöße sind ja teilweise ein Ärgernis. Und dann sind wir wieder bei deinem Punkt, was du eben gerade gesagt hast.
wenn man schon lange darüber nachgedacht hat, Bas Dost zu verpflichten. Ich weiß nicht, ob er der Stürmer ist, der jetzt diesen Fußball. Hat man, glaube ich, in Augsburg gesehen, also die Flanken und die Eckbälle, die da reinkamen, die waren alle auf Hüfthöhe. Ja. Also, und das kann dann halt nicht sein. Also, wenn die hatten drei Mittelstürmer drin. Aber da ärgere ich mich, ehrlich gesagt. Da frage ich mich echt, warum? Warum ist es plötzlich so? Kamada kann das doch eigentlich ganz gut. Und jetzt, da Costa macht 10 Flanken neu. Das ist seit Albert Streit kann hier keiner mehr Standards fangen. Ja, ne? Ich habe echt das Gefühl, ja, jeder kommt hierher und dann wird es immer schlimmer. Und ich finde das, also jetzt von mir, wenn ich mir das angeguckt habe, Alea, für mich Hasebe und Alea, das waren die beiden Positionen. Alea hat auch am meisten Wege getan. Genau. Die Frankfurt, die einen Unterschied gemacht haben. Und Hasebe ist da, der wird das dann alles im Griff behalten, aber Alea fehlt dir. Ja, Alea hat tatsächlich wehgetan, auch weil der Club, zu dem er gegangen ist, einer ist, wo man es nicht unbedingt verstehen kann. Ich kann verstehen, dass er in der Premier League vorspielen will, ja, und er macht es ja offensichtlich auch ganz gut. Aber das war sicherlich auch eine Personalie, die für die Eintracht sehr schwer zu ersetzen ist, selbst wenn du Kohle hast. Aber ist auch der Plan, also wie ich das Ideen halten. Ja. Das war echt gebrochen. Muss man schon sagen, also das hat uns, glaube ich, echt frustriert als Fans, weil du gedacht hast, Alter, West Ham, was ist jetzt los mit dir? Ne? Ja, okay, Man United war so ein bisschen im Gerücht, dass ich gesagt, okay, Man United, die haben viel Geld, kein Drama. Aber West Ham, ey, was ist denn los? Ja, ich meine, wir spielen international, keine Ahnung, ob West Ham nächstes Jahr international. Der ist ja wieder weg, weil bis dahin ist er nämlich, ich glaub, schon, das Winter, jetzt ist er nämlich schon weiterverkauft worden. Er kann vorspielen und in London kriegt ein bisschen mehr Kohle. Ich kann sagen, der, ist schon in London quasi und kann sich dann wahrscheinlich. Und West Ham hat halt immer noch ein Budget, das immer noch, glaube ich, 50% über den liegt, was die Hälfte. Ja, natürlich. Also es ist nicht, aber man hofft dann halt, okay, bei Real Madrid hat keiner was gesagt. Wenn Jovic einen Grund von Madrid kriegt, dann sagst du, okay, klar, geh. Ja. Ne, wird dir wahrscheinlich spielerisch sogar besser, wäre es besser, wenn du noch ein Jahr bei uns geblieben wärst, glaube ich. Er hat jetzt so 8 Minuten Einsätze oder so, bis er nächstes Jahr dann verliehen wird. Ich glaube, das hängt auch zusammen, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, wenn die Eintracht Vierter geworden wäre, dann wäre es sogar möglich gewesen, dass sie alle drei nochmal bleiben noch mal und dann sagen, hier, keine Ahnung, Vertragsverlängerung. Aber dann wären wir ein Jahr später an dem Punkt gewesen, an dem wir halt jetzt sind, dass wir die, dann wäre aber nicht Boston. Ja, es wäre schön gewesen, weißt du, Pokalsieg, Europa League und dann nochmal Champions League, dann hätten wir alle irgendwie zufrieden. Aber das war halt der Fluch der letzten Saison, dass du halt gesagt hast, okay, im Prinzip war das eine klare Entscheidung. Entweder wir spielen Champions League oder wir nehmen diesen Euroleague-Fight an. Mhm. Weil, also für mich war das klar, zu sehen, wie die in der Euroleague aufgetreten sind, dass du 3 Tage später dann nicht mehr genug Körner hast und auch die Breite im Kader nicht hast, um dann noch die letzten Bundesliga-Partien für dich zu entscheiden. Das war irgendwie. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Saison auch wieder so sein könnte vom Kopf her, dass die jetzt in Augsburg gesagt haben, machen wir so ein bisschen auf der linken Arschbacke und gegen Arsenal haben wir wieder alles raus. Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich an ein Spiel. Erinnerst du dich noch, als wir die Folge gegen nach dem Hannover-Spiel gemacht haben, wo du gesagt hast, die Eintracht-Spieler sind so ein bisschen wie die Coolen auf dem Schulhof, nur wenn die Mädels kommen. Du hast irgendwie das Gefühl, die Eintracht ist so ein bisschen wie Dortmund auf einem niedrigen Niveau. Wenn die dann müssen, ja, dann schaffen die es irgendwie. Ja. Aber dann so ein Spiel in Augsburg, das schludert da vor sich hin, dann schreien die sich an, da kommen neue Spieler dazu. Und ich glaube, wir werden gegen Arsenal eine komplett andere Mannschaft wieder sehen. Was teilweise, was einerseits natürlich geil ist, aber andererseits regt sich halt auf. Ja. Und du denkst, was ist los mit dir, wenn du Arsenal so spielen kannst? Alter, was? Die gehen zweimal in Rückstand. Das ist ja genau das Ding. Das hast du ja schon gegen Düsseldorf gehabt, ne? Dass du in Rückstand gegangen bist. Und da hat es noch geklappt, weil du dann Bas Dost einwechseln kannst, der plötzlich da ist und mit Paciencia ein richtig gutes Zusammenspiel hat. Das hat jetzt aber beim letzten Mal im Spiel nicht geklappt gegen Augsburg. Sowas kannst du dir nicht dauerhaft erlauben. In der Bundesliga sind andere Mannschaften, ganz ehrlich, ey, diese scheiß Opfer, sorry, darf man das hier sagen, keine Ahnung, diese Opfermannschaft Augsburg war wirklich nicht auf dem Niveau, wo du sagen könntest, okay, die haben uns jetzt geschlagen, na, da hatten wir jetzt keine Chance. Ja, Bullshit. Naja, auf der anderen Seite ist es halt eine Mannschaft, die gehen 2-0 in Führung. Ja. Und dann stellen die sich mit 11 Mann da hinten rein. Und das ist natürlich auch jetzt, die Eintracht ist jetzt keine Mannschaft, die einen Verein wie Augsburg, der mit 11 Mann hinten steht, irgendwie komplett ausspielt. Ich meine, du siehst es. Aber das müsste das ist ja langsam das hat sein. Ja, genau. Ja, aber diese Probleme haben ja alle offensiv ausgerichteten Vereine, ob das ein Dortmund ist, wir haben es ja vorhin sogar noch gesagt, gegen Leverkusen, cool, weil die spielen offensiv, aber gegen eine Mannschaft, die sich hinten einigelt und dann haben die haben ja es auch geschickt gemacht, wir hätten es genauso gemacht noch früher, so, ne, aber jedes Mal, wenn gepfiffen wurde, Zeitspiel, die haben komplett den Flow rausgenommen, die haben Zeit von der Uhr genommen, die haben das dann auch geschickt runtergespielt, ist nicht so einfach. Aber es ist halt trotzdem immer noch Fußball, du kannst auch Pech haben, es ist halt so, das ist doch das, wo selbst Guardiola so dran verzweifelt, Fußball besteht trotzdem zu 40-50% aus Suff. Dieses 2-0, das geht ja dein Leben. Nein, aber es ist doch tatsächlich so. Die Eintracht hat auch Spiele gehabt, Hoffenheim zum Beispiel. Als wir das erste Spiel, da hatten wir eben das Glück. Da macht Hinteregger nach 15 Sekunden das 1-0. Dann plötzlich jetzt das Position, der gewinnt 1-0. Das Spiel jetzt auch verlieren können. Also das ist
Ja, und ich meine, man muss auch mal sagen, das Tor vom Niederlechner. Mega grandios. Also, klar war der nicht. Aber er ist auch Glück. Und vor allem, der ist jetzt auch nicht bekannt davor, ständig solche Dinger da rein zu Dinger. Ich meine, du hast ja in der ersten Chance gesehen, dafür ist der halt auch mal gut. Ja. Ne? Und dann macht er halt dafür so einen Treffer rein. Und ich fand halt das 1-0, ich habe es mir echt ein paar Mal angeguckt, es hat mich echt geärgert. Jetzt kommt die Stelle, auf die, schon, die ich schon vorhin im Podcast gesagt habe. Mhm. Das war halt so ein. Das war eigentlich gar nicht eine absolute Katastrophe. Es war einfach auch ein bisschen unglücklich, weil der Pass kam genau so, dass Hinteregger und Hasebe switchen mussten und dadurch waren beide einen halben Meter zu weit weg. So. Und und der Ball beim 2-0, der ist auch genau so durch den Strafraum gekullt. Es war einfach auch ein bisschen scheiße. Ich will nicht sagen, dass es unverdient war, weil Augsburg auch viele Chancen hatte, auch in der ersten Halbzeit und so, dass die Tore geschossen haben. Aber ich glaube, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Augsburg einfach mit sehr, sehr leichten Mitteln diese beiden Tore gemacht hat. Ich hätte sehr gerne mit Tobi Escher über die Eintracht gesprochen, weil meiner Meinung nach die Eintracht noch viel, viel höher steht als letzte Saison. Das ist das Problem. Ich kann einfach laut nicken, wenn ich recht habe, dass die einfach viel, viel höher stehen, weil diese Stürmer fehlen. Nee, guckt er nicht. Habe ich recht? Ja, er guckt nicht. Er nickt. Ich muss ihn bezahlen, wie die Deichen. er nickt auf die Frage von Nico, ob er die Eintracht nicht guckt. Ja, ja genau. Guckt er nicht. Ich hab noch mal eine andere Frage an euch, die mehr so emotionaler Seite ist. Mhm. Guck mal, Frankfurter Fans sind für mich vor die Kurve. Dadurch eigentlich auch, hab sehr viel Respekt vor denen gewonnen, weil Randalemeister 2015 und seitdem ständig dabei, auch dafür zu sorgen, dass auch wirklich jeder sie respektiert. Wie geht man in der Fankurve damit um, wenn auf einmal jeder die Eintracht mag? Das war das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, aber es ist ein bisschen befremdlich. Mich nervt es ein bisschen. Ja. Für euch wird ja auch wieder anders kommen. Also, ja, ich glaube, es gibt am Ende der Saison. Im Endeffekt ist das, das ist der Kollateralschaden, nehme ich sehr, sehr gerne mit, weil das ja heißt, dass die Eintracht erfolgreich ist. Ob dann irgendwie Leute sich darauf einkeulen, ist mir egal. Aber die Sache ist, nur ganz kurz: ein Punkt, der wirklich relevant dabei ist, ist, dass wenn die Leute, die uns vielleicht zuhören, aber keine Dauerkarte haben, die haben extrem Probleme, mittlerweile an Karten zu kommen, weil natürlich der Vibe momentan halt so da ist, dass jeder Karten will. Und ich glaube, das wird für Eintracht-Fans, die keine Dauerkarten haben, momentan ein bisschen schwierig. Mich erinnert das so ein bisschen an die Klopp-Phase von dort, wo plötzlich überall habe ich BVB-Trikots gesehen und Fans von Borussia Dortmund, wo ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon immer so präsent irgendwie aufgetreten seid. Ich sag nicht, dass das nicht Fans waren, nur diesen Stolz, sich zu bekennen, das kam auf jeden Fall mit der Meisterschaft und Champions League und Klopp und so weiter. Plötzlich hattest du das Gefühl, so jeder Depp und sein Vater ist plötzlich irgendwie. Tatsächlich, wenn die Eintracht so eine Entwicklung nimmt wie Dortmund unter Klopp, dann soll von mir aus jeder Eintracht-Fan werden. Ja. Auf der und das hast du ja ein Stück weit, weil ganz ehrlich, der DFB-Pokalsieg hat auch viele ganz junge, 13, 14, 15-Jährige neu angefeuert, die zum ersten Mal dabei waren. Ja. Und das ist eine Generation, die jetzt aber auch schon präsent ist, die Jogginghosen-Boys und so weiter und so fort. Wer sind denn die Jogginghosen-Boys? Ja, das sind halt einfach Kinder, die zum Stadion gegangen sind, die früher nicht ins Stadion gegangen sind. Ich werde kein Frankfurt-Fan, keine Sorge, aber ich finde halt unheimlich faszinierend, wie gut da seit 3 Jahren gearbeitet wird. Und ich glaube deshalb, wenn das da bleibt, dann ist es der Respekt, den man dafür hat. Und wenn es da nicht so weit ist, dann ist es halt wieder so, wie ich es vorher wahrgenommen habe und dann wird es wieder ein Relegationsspiel. Ja, das kann passieren. Wir sind nicht umsonst die Diva von Main. Es würde niemanden überraschen. diese neuen 13-Jährigen. Die 13-Jährigen vielleicht schon. Die wurden genauso wie wir damals verarscht. Boah, Bayern, ja, das ist ein guter Verein. Und die denken, Jovic, Pokalsieg. Und denken, aber genau aus dem Grund muss man es auch einfach genießen. Muss man jetzt einfach auch mal sagen, jetzt ist die Eintracht gerade gut, jetzt läuft es gerade gut. Wir haben coole Leute da im Management. Mhm. Wer weiß, was in 10 Jahren, was in 5 Jahren ist, keine Ahnung. Aber momentan läuft es gut. Und da muss man es einfach jetzt auch mal genießen und auch stolz und froh sein. Weil wer weiß nicht. Weil wir sind nicht die Bayern, wir werden nicht jedes Jahr Gott da sei oben Dank. Irgendwie. Und ich kenne keine Heim-Fan-Kurve, die von irgendeinem Hintertupfing Europa League Vorrunde 3 Kapitän mit 30.000 Leuten feiert, weil er da die Gästemannschaft, die vom. Ja, hat Bock. So sieht's aus. Das ist schon besonders. Hashtag nur die SG. Jetzt können alle abhaten unter den Comments, dass wir viel zu lange mit den anderen reden. Wir haben extra eine Viertelstunde mehr rausgeholt heute. Das sei auch mal gegönnt. Nächste Woche gibt es wieder nur das 2-Minuten-Review. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die Zeit ist um Fußball 2000, checkt's ab. Auf YouTube gibt's den Videopodcast, checkt den Eintracht-Podcast. Yeah. Das war's jetzt. Morgen gibt's wieder Bundesliga International. Und wir sind raus. Du hast 20 Euro, ne? Ciao. HSV für St. Pauli. Wer gewinnt? HSV. Unentschieden. Cool. 3-2. Tschüss. 3-2, dabei. Ich glaube. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.